Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Sword Pixel. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Level, ich kann mich nicht porten und ich muss doch ganz dringend in die Stadt. Und guten Abend, Wusimu und alle da draußen. Oh Mann, fängt schon wieder gut an. Okay, wir müssen mal gucken. Wartet mal. Mal gucken. Okay, wir müssen sowieso erstmal das Wasser aufwärmen. Das wärmen wir jetzt erstmal auf kurz und ja, ich muss mal gucken, wie komme ich jetzt an. Warte mal, keine Level. An 14 Augen. Blick. So, dann werden wir unterwegs mal gucken, ob wir irgendwo Kohle finden. Und schauen mal. Okay, ist noch nicht fertig. Und schauen dann einfach mal, ich Level hab. Erfahrungsfläschchen oder dergleichen, die haben wir nicht. Ich hab auch nichts. Könnte höchstens was brutzen. Ah. Okay. Meine Wärmflasche ist warm. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich ein Bettchen bei. Ich habe Bettchen. Okay, wir machen uns auf den Weg und zum nächsten und schauen mal, ob hier irgendwie Kohle versteckt ist und sehen mal zu, dass wir ein paar Level kriegen. Ich muss mal gucken. Weil der sicherste Weg, ja Level zu kriegen, ist Kohle abbauen, wie wir wissen. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu machen. Da drüben ist Eisen, das können wir nicht gebrauchen. Ich brauche dringend Kohle. Okay, wir haben eine Wärmflasche bei, das heißt, mir ist warm genug. Oi, da gibt es ein Dorf. Das Dorf nützt mir nicht besonders viel. Nicht doch wegen. Boah. Hier gibt es ein Geisterpferd. Ach du Schande. Zombiepferde. Eieiei, ich muss ein bisschen jetzt drauf achten, nicht dass ich schon wieder tot gehe, dann müssen die anderen nämlich noch länger warten. Wir schauen uns immer um. Okay, ist ja nicht schlecht, was wir hier finden. Wenn es nicht unbedingt mit Leveln zu tun hat. Okay, Frühling, Herbst. Eieiei. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Und ich nicht Jana. Hallöchen, bin wieder auch mal. Hab meinen Namen geändert. Iolate. Hallo, Iolate. Herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ich habe mich schon gefragt, wie du. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Wie gesagt, ich brauche zwei Level. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir irgendwo Kohle abbauen können und. Also die anderen wissen jetzt Bescheid, dass ich erst noch zwei Level brauche. Hier im Dorf sind Zombies. Aufpassen. Es sind so ganz grüne, eklige Pferdchen. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier irgendwo Kohle finde. Wir hätten auf jeden Fall einen Portpunkt. Okay, das ist ein riesengroßes Dorf hier. Jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir, damit wir hier möglichst schnell. Ich guck mal an den Berg da. Notfalls hauen wir uns da in den Berg rein und hoffen, dass dort Kohle zu finden. Okay, was kreisen denn die Krähen hier so rum? Ach, ihr klaut hier alles. Sagt mal. Ihr könnt doch nicht. Das ist ja. Also, Räuber! Doch hier nicht. So, ich guck mal, ob wir hier irgendwie eine kleine vorgearbeitete Höhle oder irgendwas finden. Okay. Also was brauche ich jetzt nicht? Ja, was machen wir? Wo kriegen wir Kohle her? Einfach mal hier so Fels weghauen? Ich weiß es nicht.
Sieht nicht gut aus. Eieiei. Könnten auch schnell was angeln gehen. Weiß es. Hier ist auf jeden Fall ein Riesendorf. Wir könnten Tiere kloppen, aber ich glaube, das weiß ich gar nicht. Gibt es das Level? Wir haben auch Emeralds. Wir könnten auch was traden, aber ich weiß nicht. Ich habe so die Befürchtung, dass das nicht ausreicht. Wer ist denn hier gestorben? Er ist hier. Gut. Er gibt Rüstung in Massen. Hört mal, wer ist denn hier gestorben? Eieiei. Guck mal, hier überall. Okay. Da kriegen wir natürlich, ich habe hier einen Herrn. Warte mal. Da bist ein Nichtwirt. Ein nichtiger Mensch. Da, ich brauche Kohle. Wo kriege ich Kohle her? Sag mir, wo ich Kohle herkriege. Das ist ja schon wieder. Ah, hier unten Kohle. So, wir schauen einfach mal. Eine Kohle. Wir sind in einem kohlefreien Gebiet gelandet, habe ich das Gefühl. Wir schauen einfach. Ah. Okay. Kohle. Kohle. Haben wir den hier noch? Okay. Ich. Hackebeilchen. Okay. Hackebeilchen. Wir kommen gleich ganz viel raus. Okay, das gibt ja auch Level. Also die nehmen wir auch gerne. So, okay. Okay, weiter. Okay, von da kann keiner kommen. Da schaut, wenn irgendwie Hochzeiten stattfinden, wird Hochzeiten geben. Oder wenn jemand stirbt, dann wird eine Beerdigung geben. Oder ich habe eben für gerade bestimmte Herzinfarkt Anlässe. gekriegt. Hallo, Wieso? Entschuldigung, Hallo? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Oh Hallo? Gott, ich bin vollkommen. Oh Wieso Gott. sind Sie denn so spät dran? Ich Wenn war er... noch gerade beschäftigt. Sorry. Also das geht gar nicht. Sie wissen doch, ich habe mich an strikte Terminpläne zu halten. Tut mir leid. Darf ich Ja. was für die Also. Kirche spenden? Ich hätte da viel zu ja. großes Abendmahl. Bitte schön. Ja, das ist doch sehr lieb. Und übrigens ist es, ist, ja, genau. Dann sind jetzt alle anwesend hier. Ja, ich rufe. Ja. Also, Ja. dann kann ich ja, können mich alle gut hören, sehen, alles gut. Hallo, Herr Gamer. Wunderbar. Bis auf den Dialekt, Sehr ja. gut. Also, dann beginnen wir doch. Also, liebe Gemeinde, heute haben wir uns versammelt, um die Wertestine mit Silver Sky zu vermählen. Um Gottes Willen, nein! Falsche Seite! Eine Ach Hochzeit! nee, Oh genau, je! Ich habe gar keine hab mich Hochzeitsgeschenke vertan. dabei. Das ist erst nächste Woche. Oh, ich habe mich vertan. Das ist ja Wie nächste bitte? Woche. Was? Auch Wieder, was nicht! hast du angerichtet? Nein! Was hast du angerichtet? Er ist doch nicht! Gib zu, du Frauenzimmer, das ist deine Idee! Also, wir haben uns heute Oh versammelt, um Gott! die Wahl des König oder Königin zu vollenden und somit auch zur Krönung. Wir bitten gleich alle einzeln hoch hier auf die Kanzel, um sich doch bitte vorzustellen. Und warum Sie gerne Königin oder König werden möchten, damit wir uns alle ein kleines bisschen ein Bild von dieser Person machen kann. Also, dann beginnen wir doch gleich einmal mit Carsten. Darf ich bitten, Carsten, auf Natürlich. die Kanzel zu gehen? Eine Sache, man hat sie eben nicht so gut verstanden. Sie haben etwas geschnarrt bei mir. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so ging. Na. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Was haben wir nochmals? Er hat die Holzleitung wieder. Ja, Ja, irgendwie du hast wieder die Holzleitung. Bambusleitung am Start. Deine Tonübertragung ist nicht besonders toll. Muss dem Hamster mal Was? mehr zu essen geben, dass Ja. das Rad Ja. schneller läuft. Ja. Na gut. Ich hole mal meine Rede raus. Moment.
Ja, werte Mitbürger oder Edelleute, edlen Leute von Lunaris, ich bin der Herr Carsten Magedon, ich komme aus dem fernen Byzanz, obwohl das ja eigentlich eher ein europäischer Begriff ist. Wir nennen uns selber eigentlich Römer, weil wir ja die Nachfahren der Römer sind. Und ja, ich bringe einiges an Erfahrung mit als zukünftiger König, weil mein Vater ja der Basileus alias Kaiser von Byzanz ist und ich einige Erfahrungen sammeln konnte. Ja, ich will mal kurz vorstellen, was ich mir so vorgestellt hatte, wenn ich König werden sollte. Wird natürlich die Stadtbefestigung fertiggestellt, dass wir hier sicher wohnen können. Ja, dann habe ich schon einige Bitten einiger Mitbürger, die heute nicht anwesend sind, entgegengenommen, dass man vielleicht ein Bezahlsystem einführt. Ich kann ja mal kurz vorstellen, was ich mir so ausgedacht habe. Es gibt ja einige Ressourcen wie Kupfer und Silber, die wenig genutzt werden. Und natürlich Diamanten und Smaragde als oberste Währung, denn meinetwegen Silber-Nuggets als Zwischenwährung und Kupfer-Nuggets als unterste Währung. Dass man zum Beispiel so eine Sachen wie Lebensmittel mit den einfachen Währungen bezahlen kann und teure Sachen halt mit Diamanten oder Silber, je nachdem. Ne? Das kann ja zum Beispiel der Händler dann festlegen. Weil wir haben festgestellt, mit dem Tauschhandel, das funktioniert auch nicht so ganz immer einwandfrei. Ja, und ich hatte mir so gedacht, man kann dann ja auch eine Art Fürstenrat mit allen anwesenden Spielern bilden, dass man sagt, okay, der König ist kein Alleinherrscher, sondern einer und dergleichen oder der Erste und dergleichen. Dass man zum Beispiel bei einem Gleichstand der Stimmen, wenn man jetzt zum Beispiel im Spiel was ändert oder so, dass dann der König nur die ausschlaggebende Stimme abgibt. Ja, ich hoffe, die Rede hat gefallen. Ich würde sonst das Wort an den nächsten Kandidaten weitergeben. Wählt Carsten Magedon. Danke. Der nächste wäre Silver. Bitte Silver auf die Kanzel, bitte. Hallöchen, werte Mitbewohner von Runners. Ich bin Silver von Wolfhard, ein Handelsfürst. In meinem vorigen Leben gewesen. Wie Sie jetzt sehen, leider verzaubert als Werwolf. Also, ich sag mal so, wie mein Vorredner schon gesagt hat, ein Bezahlsystem wäre schon gut auch für den Zwischenhandel. Und, naja. Ich sag mal ganz klar, halt so, kommt mit Fragen an mich. Ich bin da, wenn ihr Hilfe braucht. Also, lasst uns frei wählen, ne? Ich reichte mal weiter, ne? Der nächste wäre Christa. Bitte auf die Kanzel. Meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen, Mitabenteurer und Mitabenteurerinnen und Mitleidende im Winter. Mein Name ist Christa. Ich bin hier, um eine Magierin zu werden. Ich bin angehende Magierin. Und einer von euch lieben Seelen hat ist der Meinung, ich wäre eine gute Königin. Dem möchte ich nicht widersprechen. Also wählt mich, ich werde euch nicht enttäuschen. Der nächste bitte. Die nächste wäre die liebe Bubu, bitte. Auf die Bühne. Hallo, ich bin das Bubu. Und ich möchte Königin werden, weil ich habe die größte Kuchengabel. Das ist ein Gerücht. Ja, war fertig. Okay. Und dann haben wir noch die Apothekerin, die Stine. Also bitte. Hallo, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen. Das war's schon, Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Also, ihr habt jetzt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesehen. Also, ihr könnt euch jetzt ein bisschen Gedanken machen, für wen ihr wählen wollt. Einige haben schon gewählt oder abgestimmt. Und die es noch nicht gemacht haben, kommt doch da vorne. Und ihr könnt alle da vorne kommen. Es heißt aber abgestimmt und nicht abgestummen. Und dann schlussendlich hier in die Urne legen. Also,
Schmeißen einfach. Schlussendlich. Ja. Bitte, Bubu. Okay. Hi, Bubu. Hallo, Hündchen. Wie geht's dir? Gut. Okay. Ach ja, ich hab noch was für dich. Jetzt kriegst du Mir fehlt ein Level. Oh, ist das reingegangen? Ja, ne? Ja. Ich habe aber irgendwo habe ich doch noch Erfahrungsflächen, aber nicht hier dabei. Nee, die hat es in deinem Häuschen. Ah, nee, ich hab im Rucksack. Ich habe im Rucksack. Okay. Mhm. Uns fehlt ein Koch, genau. Ja, die werte Padma könnte das ja mit ein bisschen übernehmen, ne? Muss aber erst meine Rüstung ausziehen. Sonst Nein, das kann sie nicht. Sie hat nicht so eine schöne Kuchengabel wie. Ja, dann müsstest du das machen. Nein, ich habe eine Tierhandlung. Ja, Tier. Das kannst du doch noch als Zweitjob machen. Oh, da bin ich viel zu selten. Ja, ein schlechter Kühl. Bubi. Bubu, guck mal. Ein kleiner Fuchs hier. Ein kleiner Fuchs ist da drin. Guck mal, das ist ein Krokodil. Da passt ein Krokodil das rein. Das hatte ich vergessen, nämlich einzufangen, das zweite. Aber eins habe ich ja schon. Aber ich brauche ja immer wie in der Arche Noah zwei Stück davon. Ja, schau mal, jetzt hast du drei. Oh, lauter Krokus. Wir sollten ein Zoo anlegen noch, ne? Wieso staubt das hier so, fragt einer aus meinem Chat. Das ist kein Staub, das ist ein Stamm. Das sind Wärmepartikel. Bubu, komm mal mit hinten hin. Erdwärme. Ich muss da noch abstimmen. Du musst hier im Ofen mal in der Mitte auf den Punkt drücken, dann sind die Partikel weg. Knuddeln. Den mittleren Punkt. Ah, ja, gut. Jetzt sind die Partikel weg. Okay, jetzt muss ich mich... So, ich muss ja noch abstimmen. Genau. Wie macht man das? Also, du nimmst den Zettel. Aber nicht das Krokodil hier freilassen, ne? Nee. Ich könnte das jetzt halt den Zettel und schmeißt du das in die Urne rein. Oh, wie süß! Ja, Chamäleon. Ein Chamäleon? Ich würde das heißt, bestimmt Leon, oder? So niedlich. Da steht ja kein Name drauf. Kamleon. Ja, das Kamleon. Leon Campus. Warte mal, ich muss noch meine Fackel. Herr Makaton. Herr Makaton. Ja. Ja, wer das ist? Oh Gott. Lass mich mal freilassen. Das Krokodil? Jo. Da gehe ich aber auf die andere Seite. Ich schmeiß ihn hier mit Stöckchen. Ich bin doch kein Hund. Ich wollte kuscheln und du kommst hier mit dem Krokodil. Hey, grüß doch. Komm ran hier. Schenke doch eine Handtasche aus Krokodilsleder. Ich will nicht gefressen werden. Nein, du wirst nicht gefressen. Ich lasse dich frei. Dankeschön. Ja. Und Sabrina, hallöchen. Was machst du da? Hallo Kai. Oh nee. Ey, das sieht etwas weird aus, was du da treibst. Steht doch, wer sitzt doch wieder einfach nur hier? Cooper, wie bist du auf den Kronwasser gekommen? Ja, war das Yoga? Das war der schlafende Hund. Ja, so. Eine Frage, wie kann ich jetzt meine Stimme da rein tun? Einfach reinwerfen mit Kuh. Das ist bestimmt so ein Zufallsgenerator, das heißt, unsere Meinung zählt gar nicht. Nee. Jedes Meinung zählt. Das ist eine Tombola. Jo. Kann man da einen großen Plüschteddy gewinnen? Oh ja, ich will einen Plüschteddy. Ich will auch einen Plüschteddy. Ja, was zum Kuscheln. Ich hätte gerne Plüschpanda. Haben denn jetzt nun alle ihre Stimmen abgegeben? Ja. 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 So. Jo. Und wer ist jetzt also so gut und er merkt bitte, die Stimmen auszuzählen? Wo ist denn der Herr Cooper? Hat Herr Cooper schon gewählt? Keine Frage, eine Ahnung, ich weiß nicht, wo der hin ist. Guck mal nach oben. Oben sieht er. Was hängst du Haben denn Sie da denn oben? Schon abgestummen, ja Mr. Cooper? Ja. Du bist doch so jung, spring nicht. Komm mal runter, spring nicht. Geh nicht ins Licht. Alles wird gut. Haben Sie denn schon abgestimmt? Bodenwischen brauchst du auch nicht. Jetzt ist der Boden wenigstens sauber. Und wer darf
Darf ich sie zumindest auszählen? Also, ich würde mich freiwillig melden, um die Stimme auszuzählen. Naja, Applaus. Was? Für genau. Skelett, okay, danke dir, Skelett. Ja. Applaus für Skeletto. Dann würde ich mich melden als Zweiter, weil er kann ja da ablesen, was er will, ne? Das macht Sinn. Muss ja jemand gegenprüfen. Genau. Ja. Das sollte der Cooper machen. Genau. Und es ist auch gut, jemand, der nicht als Wahlkandidat zur Wahl stand. Genau. Genau. Dann bräuchte nur noch jemanden, der dann Strich führt. Also. Lothar Cooper. Strichliste macht kein Chef. Nee, Strichliste kann ich führen. Okay, oder der Pasta. Dine, meinst du die Pasta oder eben gerade? Brauchen Sie noch ein Buch dafür Hunger. Mit Feder? Pasta, lecker. Nee, doch, jetzt warte kurz. Ja. Ich habe hier einen Notizzettel hier bei mir in der Hand. Okay. Da kann ich Nudeln mit Hackfleisch im Bett. Oh, ich esse lecker. Pasta, du kriegst welche. Voll unfair. Dankeschön. Da kann ich doch nichts dafür, dass sie das dann. Das Pasta für alle. Auch eine haben. So, seid ihr. Ich hab Pasta mit. Sind die jetzt alle bereit oder sind die immer noch auf Pasta aus? Sorry. Ich hab meine Pasta, danke. Ich laufe da. Oh, Pasta. Danke. Stine, du hast die jetzt beide in die Urne geworfen. Wir haben auch gewählt. Stine wählt Pasta. Hallo, warum hat jetzt hier in der Box hier Essen, Nudelsuppe und Nudeln mit Fleischbällchen. Hallo, was soll denn das jetzt wieder? Damit du besser aufziehen kannst, weil mit leeren Magen rechnet sich so, schlecht. So, am Ende gewinnt die Nudelsuppe, ne? Die genau. Ja. Also, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand. So, jetzt alle ruhig, der hätte Skelette will anfangen. Ja. Gut, Skeletto zieht, liest vor, wirft mir hin, ich kontrolliere, sag ja oder nein und der Kollege Pastor macht dann genau. die Buchführung. Was? Kannst du ja vielleicht hier in dem Buch immer einen Strich hinter dem Namen machen. Genau. Ja, aber das sind zum Teil gewisse Namen recht lang. Okay. Ich nehme mal hier erstmal die zwei Karten. Einmal Christa. Eignet sich auch zum Spaghetti-Essen. Korrekt. Eine und Stimme noch Christa. Und nochmal Christa. Zweite Stimme für Christa. Jo, richtig. Eine Stimme für Magadon. Ja, richtig. Eine zweite Stimme von Magadon. Somit Ausgleich zum 2-2. Warte kurz. Da habe ich. Bereit, Herr Pastor? Ja. Zwei Stimmen für Christa, zwei Stimmen für Carsten. Ja, dann noch eine Stimme für Carsten. Ja, dritte Stimme für Carsten. Das ist die vierte Stimme für Carsten. Ja. Die ist schon die vierte? Okay. Also noch eine Stimme für Carsten. Da hinten reinguckt. Nochmal Carsten, ja. Nummer 5. Fünf Stimmen? Ja. Ich bin überwältigt. Nochmal für Carsten. Dann verschiedene 6 Stimmen? Okay. Nummer 6. Oha. Hallo, Kopa. Sind wir überhaupt so viele Einwohner hier in der Stadt? Ja, frage ich mich. Hat ja jemand doppelt gewählt? Na gut, gestern haben wir auch schon. Also ich habe gewählt, Sky, Niki. Ja. Und der werte Herr Marcel hat auch gewählt. Ja. Habe ich ja gesagt, ich habe gewählt. Ja, stimmt. Ich habe es nicht verstanden. Oder und nochmal Carsten. Und noch mal Carsten. Also in dem Fall 7 Stimmen für Carsten. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. 4, 5, 6, 7, ja. Also dann heißt, dann haben jetzt insgesamt 7, 9 Stimmen. Fehlen noch welche? Ja, hier ist eine Schildkröte. Da ist noch die Briefwahl von Niki und Sky. Da steht aber Schlittkörte. Schlittkörte. Ja, ist denn die Schlittkörte? Neue Rasse? Oh, die muss ich haben für meine Tierhandlung. Wo und eine ungültige Stimme, da hat jemand nicht angekreuzt. Oh nee, noch eine ungültige. Das war meine, ich habe nämlich gefragt, wie man das macht.
Und wenn wir wollten, sie stimmen? Persönlich, Für Pupu. Für mich. Ja, ich hab die größte Kuchengabel. So, hab gewonnen. Das wage ich immer noch zu bezweifeln mit der Kuchengabel. Also dann haben wir insgesamt 10 Stimmen jetzt. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, warte mal, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die eine für Bubu Nummer 10, ja. Ja, genau. Dann passt das. Also. Und was ist mit den beiden? Ist die Briefwahl von Niki und Sky auch mitgezählt worden? Die wurde auch schon mitgezählt, die habe ich schon gestern reingepackt. Das sind die Beispiele. Ist da was Gutes? Wenn ich nur eine Stimme habe, kann ich den ganzen Kuchen alleine. Die hast du aber nicht vorgelesen, oder? Hast du sie jetzt in ein Papier umgewandelt? Ich habe sie in Papier umgewandelt. Ah, okay, sehr gut. Das habe ich gerade vergessen zu sagen, aber ja, ich habe ja, weil die beiden Bücher noch drin liegen. Ja, ich wollte es nur als Beweis drin haben, weil es kann ja auch dann. Damit halt nicht heißt, dass da irgendwie da noch was abgeändert oder verfälscht wird und so. Dass das Ergebnis richtigen Rechens ist. So, dann da kann ja mal meine Rede an und für sich weitergehen. Sehe ich das richtig? Ich muss weg. Nee, meine Rede geht jetzt weiter. Also noch kurz auf die richtige Seite gehen. Also. Richtige Seite. So, ich werde dann im Nachhinein, sobald dann der neue König aufgerufen wird, werde ich seine Rechten und Pflichten eines Königs vorlesen. Also, somit bitte ich Carsten zu mir nach vorne. Bitte Applaus. Applaus. Plus. Ich verneige mich vor allen Mitbewohnern. Ich bin total überwältigt. Also mir kommen die Tränen, dass mir so ein Vertrauen geschenkt wird. Ich habe gar nicht mit gerechnet. Ich hatte eigentlich nur mit einer Stimme vielleicht gerechnet. Aber ich habe heute die Glückwunsch Ehre an den König. Danke sehr. Wo ist die Krone? Eins nach dem anderen. Bisschen Geduld. Ja. Also ich habe heute die Ehre, dich, Carsten, vor Gott und der ganzen Gemeinde zu krönen und dich zu vereidigen. Aber nun werde ich die Rechten und Pflichten eines Königs vorlesen. Falsches Buch wieder. Also, Reichsführung. Der König muss sein Königreich verwalten, was die Aufrechterhaltung der Ordnung, das Erheben von Steuern und das Treffen von Entscheidungen umfasst, die wohl seine Untertanen beeinflussen. Diplomatie. Er führt diplomatische Gespräche und Verhandlungen mit anderen Herrschern oder Mächten, Allianzen zu schmieden, Kriege zu vermeiden. Er hat gar nichts von Steuern gesagt gehabt. Oder den Frieden zu sichern. Der hat nur was von Bezahlsystemen. Würde ich bitte dahinter euch bitten, Ruhe zu sein. Hinsetzen. Alle zusammen. Auch du, Silvi. Hinsetzen. Ich bin gleich wieder. Er ist gleich wieder da. Der ist austreten. Er muss ja kurz wohin. Also. Gassi gehen. Verteidigung. Der König ist verantwortlich für die Verteidigung des Reiches gegen äußere Bedrohungen. Hallo, würdet ihr bitte ruhig sein und aufhören da? Er ist eingeschlafen, ich wollte ihn nur wecken. Der König ist verantwortlich für die Verteidigung des Reiches gegen äußere Bedrohungen, sei es durch das Aufstellen von Armeen, das Errichten von Befestigungen oder das Anwenden von Magie. Rechtsprechung. Als oberster Richter des Landes muss der König Rechtsprechung und für Gerechtigkeit sorgen, was auch die Begnadigung oder Bestrafung von Verbrechern einschließen kann. Förderung des Wohlstands. Er muss sich um die wirtschaftliche Entwicklung kümmern, indem er Handel
fördert, Infrastruktur aufbaut und für das Wohlergehen seiner Bürger sorgt. Also nun bitte ich dich, Carsten, deine Hand auf dieses heilige Buch zu legen und... Ja, ich will. Nee. So einfach ist das nicht. So, jetzt muss ich noch mal kurz zum richtigen Teil. So, nun, da alles vorgelesen ist, frage ich dich, hast du deine Rechten und Pflichten verstanden, Carsten? Ich habe meine Rechte und Pflichten verstanden und werde sie nach bestem Gewissen ausüben. Jetzt weiter. Somit lege deine Hand auf das Gesetzesbuch und sprich mir nach. Ja. Ach, wir haben ein Gesetzbuch, wo? Ja, das, was er in der Hand hat. Und die Bibel. Also. Ja, das natürlich auch. Aber die Bibelcraft? Hier, also jetzt sprich mir bitte nach. Hiermit schwöre ich Carsten. Bibel-TV. Hiermit schwöre ich Carsten. Im Namen Gottes und für das Volk. Im Namen Gottes und für das Volk. Mich an die Gesetze und meine Pflichten zu halten. Mich an die Gesetze und meine Pflichten zu halten. Und alles dafür machen. Und alles dafür machen. Damit es mein Volk und Untertanen gut geht. Dass es somit es mein Volk und mein Untertanen gut geht. Und beschützt werden. Und beschützt werden. Und bitte ich dich, nieren Sie bitte nieder, damit ich Sie. Einen Moment, du bist gerade sehr schlecht zu verstehen. Kann ich leider nicht verstehen. Oh. Nun bitte ich Sie, niederzuknien, damit ich Sie krönen kann. Ich konnte den letzten Teil nicht ganz verstehen, deswegen konnte ich es nicht nachsprechen. Ach so, Entschuldigung, das sage ich doch nochmal kurz. Ah. Ja. Letzten Teil. Und beschützt, dass die Untertanen und das Volk beschützt werden. Und dass die Untertanen und das Volk beschützt werden. Genau. So, also, hiermit vereidige ich dich zum neuen König vor Gott und all den Anwesenden, die hier Zeugen sind. Hiermit sind sie nun den neuen König dieses Landes. Nun erhebe dich bitte, unser neuer König Carsten. Ich bitte um Applaus für unseren neuen König Carsten der Erste. Oh je. Also gleich mit. Das war der perfekte Zeitpunkt, denn er hat gerade auch ein Okay bekommen vor Gott. Das ist ein sehr gutes, großes... Das bedeutet kein Okay. Das bedeutet Ärger, wenn ein Donner und ein Blitz kommt. Nee, ich bin ein Geistlicher. Ich kenne mich mit solchen Zeichen aus. Das ist das Beste und Schönste. Am Meteorologe ist er auch noch. Nee, ich bin ein Geistlicher. Ich kenne mich doch mit dem Ganzen hier aus. Ein Geist. So, und dann werden wir doch das Ganze feiern. Hat da irgendwie das ganze Parkett und das ganze Dinner-Zeugs funktioniert, Skeletto? Wir haben Nudeln mit Fleischbällchen. Ja, wir haben ja von meinem Bruder halt Nudeln mit Fleischbällchen. Die schlafen jetzt wie die Gammler in der Kirche. Carsten, möchten Sie die heutige Rede auch noch haben als Andenken? Ja, können wir machen. Nehme ich gerne als Andenken mit. Was fällt dir eigentlich auf mich draufzustellen, sag mal? Ich stand neben dir. Noch? Nee, du hast eben auf mir drauf gestanden. Hab ich genau gesehen. Also auf jeden Fall werde ich. Doch. Hab ich genau gesehen. Wer der Silver? Wir müssen die Frauenrechte hier auch wertschätzen, ne? Halt mal ein bisschen Abstand, ne? Corona und so, ne? Ich kenne keine Corona. Bleiben Sie stehen, Befehl des Königs. Oh je, er fängt schon an mit Befehlen. Nein, er soll die Wertestine in Ruhe lassen. Er fühlte sich gerade... Wollen wir erstmal was trinken gehen?
Ja, gern. Auf die Feier des Tages. Ja. Wo denn? Ja. Jo, klasse. Denk mal, in der Taverne sind bestimmt noch ein paar nette Getränke. Oder, Herr Skeletto? Ja, einen Met trinken gehen? Ja, können wir machen. Ja. Dann nehmen wir immer mal genial, die, Treppe, die ne? Hören nicht mal die Glocken hier. Wir machen doch die Glockengeläut für den König. Hab das reicht. Kannst auch das anders strikt machen. Toll, leitet auch. Cool. Ja. Jetzt müssten die alle sich noch verschieden anhören, das wäre noch cooler. Ja. Hm. Weißt du, wenn man mehrere aufbaut, dass man dann mehrere verschiedene Tonlagen hat. So, wo sind die denn alle schon wieder hin? Gibt Essen und Trinken und ich weiß nicht, wo die hin sind. Essen. Wo gibt's Essen? Wo gibt's Essen? Sie wollen nie heiraten? In der Taverne. Nein. Wieso nicht? Die eiserne Jungfrau. Doch, das ist doch was Schönes. Ja, das ist was anderes, Bubu. Das ist was anderes. Die ist tödlich. Okay. Hey, Nonni. Nonni. Ah, wo ist das Essen? Die Sine wäre ja was für dich, nicht für mich. Wieso, für mich? Ich bin mal hier so. Naja. Du hast einen Platz zu wenig gebaut. Du hast meine eisere Reserve. Ich habe Mate vom bekommen. Wein. Nee, vom hey, Skeletto, wo bleibt mein Mate? Ja, ja, ich komme, ich komme. Ich brauch auch noch welchen. Ork-Mate, oh. Ja. Das ist gute Zeug. Mhm. Oh, das ist geil. Stark. Also, dann hoch ab unseren neuen König. Hochlebe der König. Hochlebe der König. Hochlebe König Klavi. Ah, ja. Das schmeckt gut, das Stoff. Ah, das war gut. Ja, meine kleinen Bällchen essen. Oh, nee. Ah, wir werden halt. Herr König, wann werden die Steuern erhoben? Bevor wir Steuern erheben, werde ich erstmal eine andere Entscheidung treffen. Wir werden. Ich würde euch alle zum Hofrat mit hoch ernennen, dass wir sozusagen die Edlen des Landes sind. Wer weil sind die Unedlen? Die NPC-Charaktere wie Dorfbewohner. Weil diese grauen Herren, die könnten ja nein, auch, das sind die müssen ganz viel die Steuer zahlen. So. Ja. Ja, genau. Alleine dafür, also, dass die auch grau dafür sind. Mhm. Also genau. Erstmal würde ich ja sagen, dass wir da, um Wohlstand in den Stadt zu bringen, brauchen wir auch das einfache Volk. Was jetzt? Was macht denn der werte Cooper da vor der Türe hier? Warum kommt Cooper nicht rein? Ja. Ist er schüchtern? Er ist schüchtern. Ich würde noch ein bisschen Luft schnappen. Ich hab so eine Ahnung. Ich habe nämlich eine Vision gehabt. Mhm. Was haben Sie denn für eine Vision gehabt? Ja, erzählen Sie. Eine Buben-Version. Eine Kabum-Version, genau. Das war ganz heiß auf einmal. Warum rennt hier dann ein Drache durch die Gegend? Hier ist ein Drachenkind unterwegs. Nee, ist ein Basilisk. Ist nur ein Basilisk. Aber was macht der hier? Ich habe, warte mal, habe ich einen Käfig dabei? Ich könnte einen bauen. Den kann man dann bauen Sie doch bitte. Kann man den überhaupt einfangen? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Und Silvi, hat der Spaß gut funktioniert am Anfang? Also. Wir würden noch eine Nachspiel haben, der passt vor. Wieso denn? Welche Nachspiel? Der ist raus. Der ist raus, oh ja. Einfangen kann man den nicht. Oh. Oh. Oh, schade. Das wäre schön gewesen. Der muss sich also, auf faule Eier beschränken. Ja. Aber wo kommt der denn schon wieder her? Der rennt ja schon wieder einer durch die Welt. Was ist denn hier los? Hallo? Wieso rennen hier lauter Kleine? Was machst du da? Ich habe auch keine Leine mehr. Die Leine ist viel unterwegs. Man merkt, also ich würde sagen,
Ubo wird zur Außenministerin ernannt. Außenministerin für was? An wem muss man die leere Flasche eigentlich zurückgeben? Zu mir? Die Tierwohl-Auftragsbeamtin, ja? Also Landwirtschaft. Ja, hey, ich soll nicht der Tierwohl aus, werde ich jetzt alle haben. Vegan. So, habe ich jetzt beschlossen. Guck, ich esse Brot. Schau mal da hinter dir. Ja, der hat mir gerade den Puppis ins Gesicht gestreckelt. Aber wenn wir vegan sind, dann darf ich meine Nudeln mit Fleischbällchen nicht mehr essen. Ach ja, stimmt. Also okay. Entschuldigung, ich bleibe Fleischesser. Ich nichts vegan. Nee, ich nichts vegan. Da also, kann man keinen Kuchen mehr essen, wenn wir vegan sind. Da sind doch Eier und Milch drin. Also ich würde eher sagen... Vegetarisch. Vegetar, also ich würde sagen, jeder kann hier essen, was er will. So. Ja, der König hat gesprochen. Ja. Ich esse sowieso das, was mein Rucksack mir gibt. Was? Was haltet ihr denn davon, wenn wir die Stadt wirklich etwas mehr beleben mit Dorfbewohnern? Was ist hier los? Finde ich eine gute Idee. Wir leben mit Dorfbewohnern, nicht mit kleinen, frechen Vögeln hier. Damit wir überhaupt eine Grundlage haben. Ein Wirtschaftssystem aufzubauen, sozusagen. Dass man das heißt, auch wir müssten auch Häuser für die Dorfbewohner bauen. Ja, dass man erstmal ein Wohnungsbauprogramm auf die Beine stellen, dass wir auch die Stadt bevölkern können, neben unseren Wohnungen. Ich muss mir selber auch noch einen Palast bauen. Hey, du hast ja gut angefangen. Du bist der König, da kannst du jemanden beauftragen. Nein, selbst gebaut. Der selbst ist der König. Alles aus unseren Steuergeldern. Wenn ich fragen darf, ich habe eine Frage. Ich frage für einen Freund. Gibt es eigentlich schon jemanden, die eigentlich bald mal heiraten möchten oder würden? Weil das wäre mal bestimmt ein schöner nächsten Anlass. Ich muss weg. Ich komme mit. Gehen also, diese beiden oder diese drei gerade hoch? Der will ja uns verkuppeln, oder was sind wir denn? Ja, Tauschbörse oder? Sie haben einen Sinn. Sind wir bei Tinder? Ich habe eine Idee. Wir verkuppeln einfach Niki und Sky. Also ich würde ja, sind wir ich habe ein Auge auf die Werte Lady Niki gebracht. Ja, und der Pfarrer hat eine Hochzeit. Haben Sie? Wie wäre es, wenn wir die Lady Niki mit dem König verkuppeln. Da kann ich euch gute Nachrichten sagen. Die hängen doch sowieso ständig zusammen, oder? Der König hat ein Auge auf die Werte Niki geschmissen. Ja, siehst du? Na also. Ein Spinnenauge, oder was hat er darauf geschmissen? Nein, sein Auge. Er findet sie heiß. Die sind ja ein großer Baumeister, Herr Skeletto. Möchten Sie gerne sonst das Wohnungsbauprogramm für die zukünftigen Dann sind wir das übernehmen. Thema Hochzeit los. Ich habe da was irgendwie gerade reinbekommen, dass ich halt ein bisschen... kein Mann, den ich dann noch betuddeln in meinen Tieren. Ich bin mal weg. Nicht wirklich. Den ich auch noch bekochen muss, das Haus putzen. Dieser Enthusiasmus, der begeistert mich. Also, dann gehe ich davon aus, dass Sie das annehmen. Vielleicht mal drüber reden, ja. Kann man. Nein, wir müssen ja nicht alleine bauen. Erstmal werden wir mal die Stadtmauer fertig bauen und dann sehen wir weiter. Wird da noch Material gebraucht für die Stadtmauer? Vielleicht sollten alle zusammen helfen, dieses Material für die Stadtmauer zusammenzubekommen. Oh, noch ein. Na, okay, was noch gebraucht wird, ist bitte Ton. Bitte schön. Ton, ja. Wir haben einen. Welchen Ton? C? Ich muss mal kurz mit dem Pastor reden. Wo ist der Pastor? ich muss mal kurz. Ansonsten bin ich erstmal gut eingedeckt worden von den Sir Cooper und Sir Marcel, Sir Kirito. Die haben mich schon mit Tiefenbruchschiefer sehr gut versorgt und mit Bruchstein. Mhm. Aber Ton ist immer noch so ein bisschen Mangelware. Da könnte ich noch was von gebrauchen. Ja, okay, Herr Pastor, wo sind Sie? Ach, klar, Herr Pfarrer! Ich bin hier! Wo? Wollen wir losziehen, ne? Herr Pastor! Ich bin hier auf dem Dorfplatz! Ja, auf dem Dorfplatz! Wollen wir das heute noch machen, oder wollen wir das nachher? Hab sie ganz übersehen. Wie Sie möchten, gehen klar. Wohin wollen Sie ziehen? Kommen Sie mal mit. Ich dachte, Herr Sie Pastor. Wohnen hier. Herr Pastor, kommen Sie mal mit. Nee, wir wollen Tonfarben ziehen. Kommen Sie mal mit. Ach so. Aber wir können natürlich, wenn noch jemand suchen möchte, natürlich. Wir haben als. Gerade was beschlossen. Sie möchten ja unbedingt Leute verheiraten. Ja. So. Und Stine, ich und Christa haben da gar keine Lust. Aber warum nicht?
aber wir wissen von einem ganz großen Geheimnis und einer riesen Hochzeitsrummel, den wir machen. Wir wissen, und wer denn? Passen Sie auf. Wir wissen aus sicherer Quelle, dass unser König ein Auge auf Lady Nikki geworfen hat. Oh. Ja, doch etwas. Ja, aber ich finde doch irgendwie, zu jedem Männlein gehört doch irgendwie ein Weiblein irgendwie. Nein. Ich habe ganz viele Männlein. Ein Warum denn nicht? Ein männliches Kroko, einen männlichen Fuchs, ein männliches Chamäleon, ein Chamäleon. Verstehen Sie? Ich Wie, du bist männlich? Du bist aber... Nein, bist aber irgendwie weiblich. Nein, ich kann ja nicht noch mehr Menschen versorgen, das geht nicht. Ich habe genug mit meinen Tieren zu tun. Und ein Mann muss man betutteln, den muss man bekochen. Nein. Also, so ist das gar nicht. Nein. Es ist so, glauben Sie mir. Die können das nicht wissen, sie sind ein Priester. Warte mal kurz, ich muss irgendwo in die Wärme gehen. Gehen wir hier mal, ist er warm, der drin? Ja, jo. Das Problem. Nee, ich habe immer noch kalt. Dann müssen wir hier nach oben gehen. Vielleicht ist hier oben warm. Gibt es hier irgendwas? Ja, hier ist warm. Hier ist ein Ofen. Hier ist eine Küche. Ah. So. Das Problem, weil Herr Priester, Sie können das nicht wissen, was eine Ehe ist. Sie machen ja nur die Hochzeiten. Wieso steigen die Kälte immer noch? Sie dürfen doch gar keine Frauen haben, wenn sie ein Priester sind. Entschuldigung, ich bin evangelisch und nicht katholisch und ich habe wirklich immer noch kalt. Ich zittere schon. Gehen wir in die Bar. In die Bar nochmals. Dort ist warm. Okay. Sonst bin ich doch ein erfrorener König. Ich ordne sonst erstmal an, dass wir alle uns erstmal schlafen legen, damit die Phantome nicht spawnen. Die sehen schon ganz blau aus. Ja, ihr auch. Dann gehen Sie doch mal hin. So, wärmen Sie sich auf. Au. Das war zu. Ja, genau. Und trinken wir vergessen. Auf Feuer setzen. Ich meine, Priesterverbrennung stehe ich ja unheimlich drauf, aber. Hallo! Würden gern sie gebraucht. Und übrigens, ich bin nicht katholisch, sondern ich bin evangelischer Pastor. Und bei uns gibt es kein Gesetz, dass ein Geistlicher sich vermählen darf. Oder also, eine Frau oder eine Freundin. Dann sollten Sie den Herrn der Schöpfung erklären, dass Sie sich erstmal um ein weibliches Wesen bemühen müssen. Aber dann müsste man doch zuerst noch wissen, wer da überhaupt noch frei ist. Und dann, damit man auch mit diesen irgendwann mal was unternehmen könnte. Also ich bin momentan nicht frei. Ich habe genug zu tun. Wer wäre denn alles noch frei? Aber wie gesagt, Lady Nikki ist nicht abgeneigt, den König zu heiraten. Der König möchte Lady Nikki bestimmen. Ja, aber wer wäre von den werten Damen, die hier sind, als Steuer der Einwohner, wenn man Dorfbewohner hat oder so? Wäre denn noch frei oder zu haben? Im Moment gar keiner. Und wie sieht es mit Stine aus? Oder mit Kai? Oder mit. Wer der König? Können sie noch verheiraten, ja. Aber wir drei, wir wieder bauen. Sky wäre noch frei. Ja, klar. Ah, ich könnte eine gute Frage sagen. Ein Anwerbungszentrum für Bürger. Sag mal, was treibt ihr hier? Ich vergucke gerade Sky und Niki und erkläre dem Herrn, dass wir keinen Bedarf an Männern haben. Was er nicht versteht. Ich habe meinen Namen gehört. Der wollte dich verheiraten. Da haben Sie aber was wem? Falsches gehört. Der muss erst noch geboren werden. Ja, sehe ich genauso. Ich brauche nicht mehr. Ja, aber das wäre komisch, wenn Sie irgendwie ein Kind heiraten würden. Also, nee, das geht gar nicht. Mann. Hast du Benehmigung? Und dieser Altersunterschied dann, also ja, eben, also genau. Stine. Du merkst das, ne? Du merkst, wo der Hase im Pfeffer liegt. Genau. Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Genau. Sehe ich ganz genauso. Ich sehe vielleicht klein und jung aus, aber ich bin steinalt. So. Oh, bist du. Aha. So. Ja. Ja, Und wie sieht es mit Christa aus? Werden die auch noch so viel? Nein, du kannst keinen Magier. Die wurde ja unweigerlich beim ersten Ärger ihren Mann vergiften. Das geht nicht.
Meinst du, die würde sowas machen? Ah, ja, geht nicht. Da wird die Zauberkraft doch behindert und gebrochen. Das geht nicht. Ach so. Und aber was gibt es denn sonst noch für weibliche Personen denn noch hier, wenn ich fragen darf? Ja, keine. Es ist Mangelware hier. Oh! Das ist das Problem. Deswegen nimm doch erstmal da, was da ist. Da kann ich dann mal schauen. Also soll ich mal schauen, dass ich mal ein bisschen mehr Leute hier, weibliche Personen hier erscheinen? Ich soll ich da mal was machen? Weil ich wüsste nämlich eine gute Person. Die kenne ich immer von meiner Vergangenheit nämlich noch. Heirate du die doch dann. Ja, aber die sind noch nicht da. Die muss doch irgendwie hierher geteleportiert werden. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ah, da muss ich mit dem König besprechen. Der König weil ich muss hätte für eine... genügend heiratswillige Frauen sorgen. So, ich fall raus. Ja, genau. Ich gehe mal. Stina ist alt. Wir wollen ja keine Kinder hier, genau. So. Wieso nicht? Weißt du, wie wäre das lustig? Wir sind zu alt. Wir können ja gar keine Kinder gründen. Und wie alt ist denn... Wer wird denn die Werte des Kai noch in einem guten Alter reinlaufen? Ja, Sky und Niki. Aha. Das hört sich doch sehr gut an. Ja. Sehr gut. Aber ich werde mal schauen, dass ich was noch machen kann. Vielleicht hätte ich da noch eine gute Partie. Du willst ja bestimmt dann auch welche taufen. Und taufen geht doch nur... Nee. Kaufen. Taufen mit Tee. Ah, ja, klar. Und schmeißen, ertränken und klar so. Klar doch. Ja, und das die sind ja Kinder. Alle... Ich kann keine Kinder mehr kriegen. Ich bin viel zu alt. Oh, nee. Und die Kinder kriegen auch keine Kinder mehr. Wir sind oh, alt. Nee. Ach. Weil der Christa, wie gesagt, die geht nicht, die verliert die Magie. Das geht auch nicht. Also das hat sie verliert die Magie? Genau. Ja, aber das wäre doch, ich habe aber auch schon mal gehört oder gelesen, dass es schon Zauberinnen oder Zauberinnen in einer Familie hatten oder Kinder hatten oder Nachwuchs hatten. Ja, dann werden die böse Magier. Das will ich lieber nicht riskieren. Das wie, die werden böse Magier? Das kommt doch darauf an, wie die Eltern die erziehen. Ja eben, das kommt darauf an, wie der Mann ist. Wenn du nicht die richtige Wahl triffst, dann wird das ein böser Magier und den will ich nicht... Nein. Das würde der König auch nicht erlauben, glaube ich. Stell dir mal vor, hier tauchen dauernd welche aus dem Kürbisreich auf oder sowas. Nee, die willst du gar nicht kennenlernen. Ich habe sie schon kennengelernt. Frag mal die Stine, die kennt die auch. Okay. Und das sind hier von den bösen Magiern. Und die Magierin bewacht nämlich den Kürbisstab, weißt du? Oh, was für ein Kürbisstab? Ja, ich hab ihn doch den Kürbisstab abgenommen. Was für ein Kürbisstab denn? Was macht denn der? Der macht ganz viel Schaden, wenn man den nicht richtig benutzen kann. Und wenn die jetzt ein böser Magier ist, dann hat sie die Macht, uns alle zu vernichten. Das geht. Oh. Die darf keine Kinder kriegen und keinen Mann kennenlernen. Und dieser Stab ist ja gut aufbewahrt und aufgehoben? Ja, die hat ihn sich verwahrt. Ah, sie hat den verwahrt, nicht ja, du? Ja, nein. Ich darf den gar nicht behalten. Das ist ein Magier. Wieso nicht? Gegenstand. Das ist doch nicht sowas wie die Kuchengabel hier. Was ist das für eine Kuchengabel? Das ist eine Kuchengabel. Für was brauchst du so eine große Kuchengabel? Ja, damit ich Kuchen essen kann. Und aus einem. Ja, so groß. Das stichst du dir doch ein Auge raus. Eine Heugabel. Eine ganz große Heugabel, die ich als. Ja, aber da stichst du dir ein Auge aus, wenn du damit den Kuchen in den Mund schieben willst. Ich den Leuten die Augen aus, die an meinen Kuchen rangehen. Was für ein Kuchen denn? Ja, der bei mir zu gehen wird. Darf ich da mal verkostigen und mal ich probieren? Ich habe noch keinen gebacken, den muss ich ja. Ja, das habe ich nämlich heute vor, mein Haus weiterzubauen. Ich habe nämlich jetzt... Wo wohnen Sie denn? Darf ich da mal schauen, wo Sie da wohnen? Ich wohne da nicht, ich baue erst. Ich muss ja, ja aber Tiere da darf ich ein bisschen wohnen, können Sie mal besichtigen? Kommen Sie mal mit. Ja, gerne. Muss ich meine Rüstung anziehen? Ich habe vier Flaschen von mir. Ich habe vier Flaschen. Wo sind die? Ich bin eine Meuterei. Herr Pfarrer, würden Sie bitte schon mal nach vorne laufen? Ich muss noch mal gucken. Wo nach vorne? Da, die Treppe hoch da. Und warten Sie vorne. Und dann gleich. Ich komme gleich. Laufen Sie mal vor, bitte.
Ja. So, ich habe dem das mit dem Heiraten mal ausgeredet. Wir sind beide offiziell zu alt, können keine Kinder kriegen und nix. Und du hast den Kürbisstab des bösen Kürbiszauberer in der Verwahrung. Und du darfst keine Kinder kriegen und nicht heiraten, weil du nämlich sonst einen ganz schlechten Einfluss kriegst. Du wirst dann nämlich böse und... Oh, das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Ja, ja. Das ist gut. Aha. Ja. Gut zu wissen. Na, welchen Kürbisstab eigentlich? Das habe ich doch nur gesagt, damit die Christa nicht heiraten. Aha, dann haben sie in dem Fall ein bisschen geflunkert, habe ich da jetzt gerade richtig gehört. Mist, erwischt. Alles sie gut. Flunkern also gerne. Und das von einem Geistlichen. Also echt, schämen sie sich was. Ja, du hast ja keinen Beichtstuhl. So, bist kein katholischer Priester, also hast du Pech gehabt. So. Ja, ihr werdet alle ertogen zur Reformation. Okay. Was ist Reformation? Das ist sowas wie Margarine? Nee, die Reformation, das sind halt diejenigen, die halt evangelisch unterwegs sind. Ah, okay. Ja, und das ist ein bisschen anders alles, ja, genau. Hier entsteht meine Tierhandlung, guck mal. Oh. Hier kommt man rein, ich habe sogar einen Warpstein in der Mitte. Wo haben Sie den gefunden? Der stand da so irgendwie rum. Mit meiner, naja, okay. Okay, das heißt, die machen in dem Fall gerne Abenteuer oder gerne Reisen oder wie? Ja, ja, ich muss ja die Tiere besorgen. Ich habe ja schon. Aber die brauchen jetzt natürlich ja auch ein Zuhause und wie Sie merken, es ist Winter, es ist kalt. Ich sollte mal langsam ein bisschen hurtig machen. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt, ich muss da langsam mich winterlich anziehen. Passen Sie bitte hier auf das Feuer auf, sonst machen Sie sich noch weh. Also ich will nicht, dass Sie sich weh machen. Ja, ja. Also no, ich werde dich mal an die Arbeit machen, weil ich... Ja, das ist eine andere Frage. Wie kann ich eigentlich meine Wintersachen anziehen über meine Rüstung? Die muss man verhäkeln lassen. Das macht das kleine Werwolf-Füchschen. Oh. Ja, dann gehe ich doch mal bei ihm vorbei. Danke dir. Okay, bitteschön. Oh, noch mal ums Heiraten rumgekommen. Das könnte dem so passen, mich zu heiraten. Gibt's nicht. So. Ich gehe dann mal schlafen und dann werden wir uns nämlich dran machen. Genau, das Gewitter ist ein schlechtes Omen. Genau. Der Freund, da heirate ich doch. Jetzt hänge ich hier unterm Baum fest. So, wir hatten nämlich, habe ich das Glas eigentlich? Weißt du, das Glas müssen wir nochmal Sand besorgen. Die Käfige habe ich bei, nee, Glas habe ich nicht. Wir müssen unbedingt noch Sand besorgen. Jetzt muss ich mal meine Flasche hier wieder runterkriegen. Die brauchen mal eine Weile, bis die fertig ist. Und dann müssen wir mal ein bisschen Sand besorgen, weil ich brauche ja auch Glas. Ich kann natürlich jetzt mich auch hin und her porten. Das geht auch, weil ich habe noch ein bisschen Glas da. So, das ist nämlich jetzt das Praktische, dass wir hier Tierhandel, ne? Aktueller Standpunkt, und jetzt kann ich mich quasi zu mir direkt in die Bubu-Base porten. Jetzt kann der komische Fahrer nehme ich nicht. Die müssen wir uns auch noch einsacken und mitnehmen. So, okay. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, wo ich mein Glas gelassen habe. Ich glaube, das ist hier. Genau. So. Die Steine hier nochmal wegschmeißen. Hier haben wir noch ein Glas. Okay, 26. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie viele Fenster ich genau kriege. So, ich muss mal gucken, weil wir haben ja überall noch ganz viel. Wir haben ja eine Statue hier noch drin und. Wichtig ist, dass ich jetzt halt das Fichtengedöns mit habe. Oh, das Fichten. 320 Fichten, das reicht. So, dann werde ich mal die Pitchfork hier mit reinpacken. Die kann man hier mal irgendwo in einen Rucksack reinschmeißen.
damit die nicht verloren geht. Ihr seht, wie schnell das Wasser hier auch immer wieder abkühlt. So, okay, ich habe noch 2 Level, das heißt, ich kann noch wieder zurück. Ich kann hier aber auch mal Steine alle rausholen. Das gibt auch noch mal ein bisschen Levelpunkte. So, packen wir die hier noch rein. Ein Sand. Auch unbedingt noch ein bisschen Sand. Jetzt ist das Problem, hier ist nämlich Winter. Winter, Winter, Winter. Was nicht gut ist. Gar nicht gut. Also werden wir erstmal wieder zurück zur Tierhandlung switchen. Hier schneit auch, seht ihr? Ich habe ein Problem. Wir müssen ganz schnell zusehen, dass wir hier endlich Fenster und alles reinkriegen, weil das wird hier ganz schön kalt. Okay, das heißt, ich werde jetzt mal aus meinem Inventar mein Zeug holen, meine Wärmfläche in der Zeit wieder aufwerten. So, den haben wir hier. Okay, ich mal ein bisschen gucken. Okay, wir haben jetzt hier mal ein Stack. Dann muss ich mal gucken, wie man diese Fenster macht. Okay, wir machen das hier mal zu und geben mal ein Fenster. So, und ich hatte ja gesagt, dass ich so hübsche Fenster haben wollte. Also wir können solche einbauen, wir können aber auch diese dichten Holzfenster einbauen. Ich will die. Richtet man die? Okay, man kann die einfach da reinpacken. Okay, das machen wir mal. Wir packen jetzt einfach mal das Glas. Das ist deinen speziellen Raum. Was hier? Ah, eine Steinsäge. Was mit dem Upgrade? Gott. Okay, wir brauchen 2. Kriegen wir denn sowas? Okay. Okay, ein Leder, 4 Eisen und 4 Fäden. Das heißt, ich muss doch noch mal nach Hause, weil ich glaube nicht, dass ich das alles mit habe. Hier habe ich noch Eisen. Da sind aber keine Fäden. Ein Faden, das nützt mir gar nichts. Wir sollten das zu Hause machen. Weil da könnte ich auch eine Steinsäge und so machen. Also wir müssen doch nochmal in die Base zurück, weil das wusste ich nicht, dass man da einen speziellen, Schneidegedöns. Ihr wisst schon, was ich meine, Mann. Was? Frisst du jetzt Schnee da draußen? Oh, das sollst du ja. Okay, dann können wir hier nämlich schon mal die Tiere reinmachen. Warte mal, wir schauen mal. Da sind die nicht drin, ne? Muss mal die Tiere. Da ist der Drachenkopf drin. Das ist auch der richtige. So, warte. Damit wir auch so ein bisschen Überblick haben, wie viele Tiere wir jetzt haben. Ich habe noch einen Kroko. Ich habe noch ein Chamäleon. Ich habe noch einen Kroko. Und ich habe einen Fuchs. So, okay. Das sieht doch schon mal ganz gar nicht schlecht aus. Und wir haben 2 Blumen. Genau. 2 Chamäleons. Ein Füchschen. 2 Axolotl. Okay. Das passt doch schon mal langsam. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich hier mir das Eisen raus. So, warte. So, 51. Ne, das kann ja was werden. Okay, wir brauchen das Eisen. Dann packen wir den Rucksack hier mal oben hin. Das packe ich mal. Okay, die ist wieder warm. Okay. So, und ich brauche jetzt, um sowas zu machen, die Steinsäge. Jetzt brauche ich das erstmal. Dieses. 4 Eisen, 4 Fäden und ein Leder. 4 Eisen.
Ich habe noch 2 Fäden hier. Dann 3. Oh Gott, habe ich jetzt nur 3 Fäden. Das wäre ja was. Aber vielleicht haben wir hier nur irgendwo. Ah, wir müssen mal gucken. Ha, wir haben noch Fäden genug. Sehr schön. Okay. Nein, ich muss immer da zurück. Ich habe Krempel in meinem Inventar. So. Das heißt, da kann ich die Matratze machen. Die Matratze. Also, ja. So, jetzt haben wir so eine Upgrade-Basis. Jetzt brauche ich eine Steinsäge. Steinsäge sind 3 Stein und 1 Eisen. Oh, wir haben ja dann. Weil ich muss dieses Upgrade noch machen. Wartet mal. Dieses Upgrade um ein bestimmtes Glas hier. Steinsäge Upgrade. Okay, wir brauchen die Steinsäge. Okay. 2 Eisen, 1 Redstone. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt nicht mit habe, ist Redstone. Jetzt müssen wir mal gucken. Redstone. Ja, haben wir. Okay. Redstone haben wir auch mit. Okay. Dann machen wir uns hier einfach nochmal eine Steinsäge. Okay. So. Mal alles zusammen. Müssen wir mal gucken. Steinsäge mit. Steinsäge? Okay. Jetzt kann man das machen. Steinsäge mit Upgrade. So. Jetzt brauche ich im Grunde genommen, denke ich mal, dieses Upgrading muss ich jetzt quasi dann in die Steinsäge packen. Das weiß ich halt. Das werden wir aber gleich rausfinden. Da. Ich habe natürlich keine Level mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier uns irgendwas überlegen, was wir machen, damit wir ein bisschen Level kriegen. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Was könnten wir da noch an Zeug machen? Hier haben wir noch überall Steine. Okay, da könnten wir die Kohle hier nochmal ein bisschen aufteilen. Okay. Und so, ja. Gut, okay. Ich würde sagen, es schneit hier wieder mal. Es ist schon wieder Nacht und wir gehen erstmal schlafen. Es ist echt. Das ist echt. Rest to go. Wir ist wieder fully insulated. Armor. Genau. Okay. Ebrokin Kasi. Was sagt ihr denn zu unserem neuen König? Da, du denkst, dass du hier rumspammen kannst. Da. Tschüss. Und dann machen wir gleich noch was dahinter. Alles entfernen. So. Und tschüss. Okay. Weil solche Dinge werden nicht geduldet. Fertig. So, okay. Ja, was sagt ihr denn dazu, dass wir so einen neuen König haben? Und zu dem Thema Steuern. Wollen wir das boykottieren? Weil ich komme ja nicht mal dazu, mein Ding hier zu bauen in Ruhe. Ah, ja, ja. Das kann was werden. Was meint ihr? Soll ich es boykottieren? Wir werden Mittel und Wege finden, keine Steuern zu zahlen. Glaubt's mir. Ja, wie gesagt, es ist immer noch Winter und, ja, das ist halt so. Ich muss mich da jetzt halt dran gewöhnen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt schon wieder neue Steinchen hier. Okay, wir können ja eigentlich noch ein bisschen mal durchbrennen. Sagen wir mal so. Wir nehmen noch ein paar normale Steine, weil die brauchen wir nachher. Diese Steine da. So, dann können wir hier auch noch welche reinschmeißen. Da passt noch mal ein ganzes Deck rein.
So, das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Das, denke ich mal, wird schnell gehen. Jetzt bin ich am Überlegen. Also, um dieses Glas zu machen, braucht ihr halt dieses Ding hier. Und, ja, wie gesagt, also eine Steinsäge ist klar, die craftet man dann. Dann hat man die Steinsäge. Es ist alles ein bisschen immer noch kompliziert, weil ich hier manchmal nicht weiß. Steinsäge in einem Upgrade-Tab. Sophistic. Ja, ich bin gespannt, ob wir das so hinkriegen. Was ist denn Schneiden von Blöcken? Das sieht auch interessant aus, diese Maschine hier. Die finde ich sehr interessant. Aber wartet mal, ein Holz? Baut man die? Da, ich guck mal. Warte mal, ich muss noch mal zurück. So. Schneiden von Blöcken. Was ist das für eine Maschine? Mechanische Säge. Aber die müssen wir richtig ausbauen, glaube ich. Oh Mann. Eine mechanische Säge. Eisenbleche und eine Andesitgehäuse. Dann soll man W machen. Warte mal, ich muss mal mein W hier suchen. W ist hier. Oh, schaut mal. Da kann man sich die ganzen Bauanlagen zeigen lassen. Das ist ja mal cool. Vorschau für Wellen ummanteln. Okay. Schaut mal. Kann man sich die Anlagen anzeigen lassen. Ja, cool. Identifizieren. Förderband. Schaut mal. Da kann man ganze Anlagen bauen. Das hört sich ja interessant. Da können wir doch bestimmt irgendwann eine Futteranlage bauen. Das ist bei Create. Da brauchst du noch einen Antrieb dazu. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Also jetzt bin ich erstmal so, dass ich sage, jetzt brauchen wir erstmal eine Möglichkeit, dass ich jetzt mich da zurückzwitschen kann und ausprobieren kann, ob das, wie ich mir das vorstelle, mit dieser Steinsäge. Ah, wir müssen mal kurz gucken. Die Handlung. Okay, ich komme da wieder hin. Okay, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil wir haben ja jetzt diese komische Dings da gemacht. Jetzt klicke ich mal da drauf. So, und wie kriegt man jetzt dieses Upgrade da auf die Steinsäge? Muss man das irgendwie kombinieren? Also, dass man die abbaut und dann irgendwie zusammen kombiniert. Wie macht man das? Das ist das, was ich immer noch nicht so verstehe. Oder muss ich das im Rucksack drin haben? Ich weiß es nicht. Geht das? Weil ich habe ja jetzt diese beiden Dinger, die mir gesagt worden sind, um dieses Glas da zu machen. Versteht ihr? Das hier. Da. Steinsäge in einem Upgrade-Tab. So, eine Steinsäge ist klar. Aber wie funktioniert das? Wie kriegt man das hier zusammen, damit sowas draus wird? Versteht ihr? Weil das Ding habe ich ja jetzt. Muss ich das im Rucksack haben, oder? Ich verstehe es nicht. Einfach böhmische Dörfer für mich. Fertigungsrezept, ja. Brauche ich denn sowas? Oder wie? Automatisch? Versteh's nicht. Es ist mir einfach unbegreiflich. Wie kriege ich vernünftiges Glas? Ich möchte nichts weiter machen, als so ein vernünftiges, schönes Glas zu machen. So, ich habe eine Steinsäge. Ich habe dieses Ding, wo ich absolut nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich weiß nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will schöne Fenster haben. So, ich habe Glas. Ja, ich habe das. So, ich mache jetzt mal ein paar von denen. Und hoffe, dass dein schöne... Da sind schöne Fenster. So, das heißt, ich brauche gar nicht diese komische Steinsäge. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so irreführend immer. Da. Ich mache jetzt mal zwei. Von mir ist auch 18 von denen.
So, und dann stelle ich die da mal jetzt rauf. Da. Da. Okay, ist ja egal, von welcher Seite man die wahrscheinlich raufstellt. So, dann müssen wir den Baum hier noch so ein bisschen stutzen. Okay, wenn ich da jetzt noch sowas raufstelle, werden die denn größer? Ist jetzt die Frage. Werden die dann größer? Ich weiß es nicht. Ja, die werden größer, schaut mal. Okay. Okay, die verlängern sich. Das ist genau das, was ich mir so vorstelle. Schaut mal. Das sind richtig schöne Fenster. Und da brauchen wir eine Menge von. Das heißt, ich werde gleich schon wieder losziehen müssen und... Oh. Ihr versteht schon. So. Okay. Das heißt, ich kann die eigentlich irgendwie ransetzen und... Okay. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen sehr schöne Fenster hier. Das heißt, ich brauche noch ganz viel von dem Zeug hier. Und wir müssen ganz viele Fenster machen, was natürlich schwierig ist. Ich sag mal so, weil ich nicht so viel Glas habe. Ich habe noch davon relativ viel Glas. Okay. Und Fenster hier. Okay, wir haben nochmal 34 Fenster, die wir machen können. Und dann müssen wir sowieso erstmal Sand farmen. Aber die Fenster finde ich sehr, sehr schön. Also die gefallen mir schon mal sehr gut. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier mal quasi so einen Rundgang an diesen Fenstern, dass die ja höher sind. Dass man so langsam sieht, was das werden soll halt. Ne? Okay. Und das so sehr hübsch. Einfach mal ein bisschen anders zu bauen. Und ich möchte das auch ganz in Ruhe machen. So, hier hat man gesagt, kommt das Treppenhaus hin. Ich weiß, ich muss jetzt hier den Baum ein bisschen weghäckseln. Aufpassen, dass ich mich nicht wieder mit dem Schnee erschlage hier. Okay. Jetzt habe ich noch 4 Fenster. Das müsste genau passen. Nee, passt nicht. Sind 2 zu wenig. Mist. Okay. Okay. Gut, das heißt, ich muss jetzt auf Sandsuche gehen. Ich kenne die neuen König nicht. Steuern sind nie gut. Sag ich doch. So, jetzt gucke ich mal in meinen schlauen Rucksack, ob wir hier schon... ich müsste eigentlich noch... Eichenholz haben, ja, haben wir. Okay, wir nehmen mal Eichenholz. Eichenholz. Wir nehmen mal Eichenholz. Nehmen wir 1,5 Stacks. Das müsste gehen. So, das heißt, im Grunde genommen setzen wir jetzt hier die Ecken dazwischen. Also, dass das hier erstmal alles auf einer Linie wieder ist. So. Oh, das sieht ja schon sehr gut aus. Das sieht schön aus. Lady, ne? Bubu. Ja, mir gefallen die Fenster ganz besonders gut. Dankeschön. Ich muss nur sehen, dass ich irgendwie noch mehr Sand auftreibe. So. Ja, mit Wüsten sieht sie leider mau aus. Ja. So, hier muss noch einer hin. Da einer hin. Mir fehlen nämlich genau 2 Fenster. Brauchst du ein bestimmtes Holz? Achso, Glas nur fehlt dir, ne? Ja, Glas fehlt. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen Glas hab, sonst. Gut. Und ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie schaue, dass ich da irgendwie nach oben komme. Wir könnten Leitern machen, dass wir erstmal über Leitern machen. So, ich muss mal meine Wärmflasche wieder aufpassen, glaube ich. Werte Bubu. Ja. Ich hätte etwas Glas für Sie. Sehr schön. Wie gesagt, reichen Ihnen 43 Glas? Oh, das wäre toll, das wäre toll. Ich zahle in goldene Karotten, wenn Sie möchten. Ist ein Geschenk, königliches Geschenk. Dankeschön. Bitteschön. Frohes Schaffen noch. Dankeschön.
Ich muss mal dringend meine Wärmflasche aufwärmen. Machen Sie das? Sonst wird mir kalt. Es ist kalt hier. Können Sie nicht mal Sommer machen oder so? Sommer wäre toll. Am besten Frühling, dann kriegen wir die warme Jahreszeit. So, okay, also wir können unsere letzten zwei Fenster machen und dann mache ich nochmal so eine Kiefernrunde und dann nochmal diesen blauen Stein. Ich finde das sehr, sehr hübsch. Also, dass hier oben und unten quasi diesen blauen Stein mit einbauen. Also wie gesagt, das ist ein bisschen komplizierter hier zu bauen. Wenn man natürlich nicht unbedingt diese ganzen Minecraft-Sachen nimmt, sondern einfach mal andere. Es gibt ja auch Dächer und sowas alles. Ihr werdet das sehen bei der Einrichtung. Und ich möchte das so Schritt für Schritt möchte ich das lernen und mich da einfach mal neu ausprobieren, wie das da so ist. Also wie gesagt, Eiche habe ich jetzt genommen, weil das halt schön aussieht zu diesem... Also Fichtenfenstern und diesen blauen Stein, von dem ich den Namen immer vergesse. Aber wie gesagt, es gibt ganz tolle Möbel. Man kann das richtig toll einrichten und Böden machen und Teppich verlegen. Und also so tolle Sachen. So, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, ich habe meine Wärmflasche wieder. Das heißt, mir ist warm genug. Irgendwie schwuppt hier immer irgendwas um mich rum. So, okay, dann machen wir die restlichen Fenster mal, die uns fehlen. Zwei Stück. Okay. Den pack mal hier mal oben hin. Okay, dann haben wir hier noch die restlichen zwei Fenster, die rein müssen. Oh. So, okay, jetzt haben wir die Fenster. Jetzt brauche ich Leitern, damit wir da irgendwie hochkommen. Ich muss mal gucken, weil ich müsste eigentlich auch irgendwo... genügend Sticks haben. Hier sind genügend Sticks drin. Da können wir dann Leitern machen. Okay, wir werden das mal auswechseln. So. Und einmal Leitern. So. Da, wir machen uns ein paar hier. Damit wir irgendwie hier am Gebäude hochklettern können. Ey, das bringt ja nichts, weil sonst kann ich ja nicht weiterbauen. So. Okay. Ihr versteht schon. So, okay. Mal das Zeug hier wegnehmen. Aua, mal dieser Schnee hier. So, okay, dann haben wir hier die Leitern. Jetzt werde ich noch mal... Jetzt muss ich gucken, wo habe ich meine blauen drin? Meine blauen sind hier drin. Okay, ich muss mal meine Wärmflasche zur Seite packen. Und mal meine blauen Steine raus. Und wir haben hier die Säulen. Das sind die. Jetzt brauchen. Okay, mein Inventar wird immer voller und voller und voller. Okay, das heißt hier. Und dann möchte ich diese blauen hier wieder reinsetzen. So, wenn ihr versteht. So, hier weg. Und dann wieder die blauen. Dann kommt hier eine Eiche. Dann kommen hier wieder drei blaue, nehmen das Zeug hier weg. Dann wieder Eiche. Meine blauen wieder. Dann meine Eiche. Dann wieder drei blaue. Dann wieder 1, 2, 3. Aber das wird nicht reichen. Also das blaue schon, aber meine Eiche wieder. Ich hab. So, aber hier hinten ist nämlich nur Eiche. Aber wir haben noch was im... Ah ja, alles gut. Hin. Oh, der hier weg. Und wieder drei blaue. Ja, kennt ihr das? Der berühmt-berüchtigte Letzte. Okay. Ich hab hier aber noch was. So. Und dann möchte ich beigehen und hier auch nochmal blau machen. Also jetzt haben wir ein Problem, weil, habt ihr es gesehen, die haben sich gedreht. Haben sich gedreht und ich möchte die aber nicht gedreht haben. Das heißt,
Ich muss jetzt hier unten drunter, damit die sich nicht drehen, das so machen. So, jetzt dürften die nicht gedreht sein. Wir schauen mal. So, jetzt sind sie nicht gedreht. Jetzt müssen wir die natürlich hier wieder wegnehmen. Oh? Weil sonst wären die das Längsstreifen und das passt hier nicht so. Ich finde das wunderhübsch. Schaut mal. Das ist nicht hübsch, diese Fenster hier. Das ist Rucksack-Upgrade. Im Rucksack hast du 30... Ah, das heißt also, wenn ich jetzt meinen Rucksack nehme... Warte mal, ich muss mal gucken, welcher sich eignet. Wenn ich den hier zum Beispiel nehme... Jetzt würde ich lachen, wenn dieses Upgrade da schon drin ist. Nein, das ist das Shootbox. Das brauche ich nicht. Wenn ich das hier drin mache, dann kann ich... Im Grunde genommen, danke Wusimu, jetzt, und dann kann ich im Grunde genommen hier beigehen, das da reinpacken. Ja, schaut mal, und vor allen Dingen schaut mal die Varianten an, die man hier machen kann. Das ist so genial, das ist richtig, okay, dann schauen wir mal, ich möchte nämlich jetzt eine Treppe machen. Wir können eine einfache machen, wir können eine glatte machen. Wir können eine polierte machen, wir können aber auch so eine mit ganz kleinen Azurin ziehen. So, dann nehme ich mir mal 3. Mal sehen, wie die aussehen. Das ist ja mal genial. Das ist ja richtig genial. Also, mal gucken, dass ich das hier wieder in die richtigen Kisten packe, Rucksäcke packe. Hier ist das Holz. Das schmeißen wir mal rein. Okay. Das. Jetzt haben wir diese kleinen Azurin. Schaut mal. Das finde ich auch nicht so schlecht. So, das, was jetzt fehlt, ich möchte hier spezielle Türen einsetzen. Ihr seht ja, ich habe immer noch 3. Also das kann man dann auch noch gucken, dass man so eine Fenster da drunter setzt. Also drüber setzt. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müssen wir aber doch nochmal Holz... Warte mal, ich muss mal... Holz war hier, glaube ich. Und zwar, was gibt es im Grunde genommen aus diesem Holz für Tür? So, das heißt, ich mache jetzt mal wieder das, weil Fenster wissen wir jetzt, welche wir brauchen. Jetzt mache ich mal Tür. Was gibt es für Türen? Wir haben normale Türen. Eine Zugtür, eine Kupfertür, eine Messingtür, eine Anisitür. Das hört sich sehr interessant aus. Eine Zugtür. Was ist denn eine Zugtür? Ein Zugrahmen. Macht man... Oh Gott. Hat so eine, jemand so eine Maschine, ich weiß es nicht. Okay, das ist richtig kompliziert. Also das, da mache ich mir nichts vor. Eine Andesitür, wie macht man sowas? Okay, das heißt, ich muss mal kurz jetzt rübergehen zu unserem Werwolf, weil der hat nämlich Maschinen, also eine komischen Holzmaschinen. Also der hat so eine Holzfabrik da. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier gibt's Kugeln. Hier können wir das auch runterkochen. Okay, weil der hat nämlich so eine Holzverarbeitungsmaschine. Jetzt muss ich den mal fragen, ob der mir eine spezielle Tür herstellen kann. Was ist hier los? Hallo. Ich habe mal eine Frage. Sie haben doch eine wunderschöne Holzverarbeitungsmaschine. Ja, habe ich. Können Sie da auch spezielle Türen herstellen? Ich hätte am liebsten... Ah, Moment, wird Wubu. So, werte Bubu, jetzt bin ich... Unser Pastor hat Ausrüstung gerne gekauft. Sowas wie eine schöne, wunderschöne Kupfertüren oder so.
Ich hätte Holzstämme zur Verfügung. Sind das die Pferde, die nach einer bestimmten Zeit wieder despawnen? Ja. Ja, nach 10 Minuten. Aber du kannst immer wieder neu erschaffen. Das wäre toll. Also es könnten auch Messingtüren sein oder eine Zugtür. Also auf jeden Fall eine besondere Tür. Okay. Also wenn du noch zwei Kupfer hast, kann ich dir so ein Buch machen und dann kriegst du. Okay, klar, ich werde gucken, was ich machen lässt. Ich würde dann auch bezahlen. Also das ist kein Problem. Gut. Dann ist auch geschrieben, guck nach. Jetzt? Gut, okay, danke schön. Ich weiß es nicht. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um Böden und Wände und so. Ich sag mal, damit man schnell vielleicht irgendwo in Sicherheit bringen kann. Ja. Aber kann nur derjenige reiten, dem das Pferd gehört. Richtig. Ja. Die machen ja schon wieder einen auf Abenteuer und ich muss sehen, dass ich hier meinen Gedöns gebaut kriege. So, dann machen wir uns mal Gedanken drüber, was wir für Böden machen. Okay, ich muss mal wieder meinen Rucksack, mein Beutelchen hier aufwärmen. So, das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, was können wir als Böden machen. So. Ich schreibe mal einfach Boden. Ah, das ist, okay. Wir schauen uns einfach mal die Blöcke an. Was können wir an Blöcke nehmen? Speziell 9 Blöcken, damit wir einen schönen Boden machen. Wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen durchs Inventar. Und schauen einfach mal. Es gibt ja auch so spezielle Bodenfärbung. Schaut mal hier. Bühnenmacher. Radelitblock. Gibt's den denn? Der ist hier. Blattschneider-Ameisenhaufen. Blattschneider-Ameisenkammer. Ihrer Wurmschnabel. Hit. Regenbogenglas. Wir müssen mal gucken, was wir hier machen. Meshdua, Born in Chaos. Geht in so eine Tür. Die kann man gar nicht herstellen. Guck. Kann man nicht herstellen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall auch spezielle Lampen und was alles. Also ich will den Boden auch nicht zu dunkel machen. Wir haben auch übrigens schon einen Drachenkopf. Wir schauen mal, dass wir den Boden irgendwie machen. Was gibt es denn für Holz? Gorgeous und ein Chaos. Was sind denn das? Ich glaube, dass die kommen aus dem Nether. Sachen. Auch dieses Ornamentglas. Und ich weiß nicht, sollten wir uns aufmachen ins Nether? Ich hab so das Gefühl, das ist alles Nether-Kram. Born in Chaos. Es hört sich sehr danach an. Oh Mann. Okay, hier sind diese ganzen Create-Teile, an denen ich noch gar keinen Plan habe, aber das kriegen wir hin. Stück für Stück krümmeln wir uns rein hier. So, jetzt haben wir hier diese ganzen Sachen. Rosenquarzblock. Oh, schaut euch mal den Boden. Aber da braucht man wahrscheinlich diese Maschinen zu, dass man das machen kann. Ah. Okay, das hört sich gut an. Angelaufene Kupferschindeln. Habe ich aber auch noch nicht so. Okay, das würde mir aber persönlich jetzt gefallen, diesen Kupferboden zu machen. Also das finde ich sehr hübsch. Ich ganz ehrlich stehe, dass man aus Kupfer da so viel kann. Wir könnten ja auch normalen Kupfer nehmen. Oder, wartet mal, wir haben ja auch Diorit und sowas alles. Aus Andesit. Man kann ja viel mehr machen. Geschnittene Andesitstufe. Ich weiß, wir haben eigentlich eine ganze Menge von dem Zeug. Andesit würde auch passen, weil das nicht zu dunkel ist. Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird innen drin. Diorit-Ziegelstufen. Die würde ich mir zum Beispiel auch gefallen lassen. Von einem Zug ist eine Schiebetür. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber die ist bestimmt schwierig herzustellen. Also das, wie gesagt, die hier. Ich denke mal, die macht man alle hier mit der Steinsäge. Also diese, dass man normalen Diorit nimmt und... Okay, okay.
Die werden jetzt mal was ganz Verrücktes machen. Ganz verrückt. Ich habe ja eigentlich kein Diorit vorrätig. Also ich glaube nicht, dass ich Diorit bei mir zu Hause im Lager habe. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich gerne beigehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, warte mal, in welchem. Da, in dem Rucksack ist das. Das hier reinschmeißen alles. Das hier. Den Sand hier auch nochmal. Das hier rein. Das. Das. Okay, der ist voll. Schmeißen wir hier rein. Okay. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir Folgendes machen. Wir sind ja hier eigentlich gar nicht so schlecht auf. Das Einzige, wie gesagt, was ich jetzt habe, ist ein Lagerfeuer. Ich müsste jetzt mein Beutelchen nochmal auffüllen. Die haben auch keinen Ofen dabei. Ich muss den Kohle mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen auf Diorit zu. Aber wir gucken vorher nochmal bei mir zu Hause nach, ob wir Diorit haben. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, was ich hier machen könnte. Ich habe nämlich keine Level momentan. Es ist ein bisschen blöd. Das ist der Nachteil, wenn man baut. Es ist das, was so ein bisschen hinderlich ist. Weil ich ja hier auch nichts brennen muss momentan. Weil ich die blauen Steine kann ich nicht brennen. Das ist das Problem an der Sache. Guten Abend, lieber Kaktusmeister. Das ist das Problem. Also ich habe jetzt so eine Vorstellung, was ich gerne haben möchte. Jetzt ist das Problem, ich habe keine Level, um nach Hause in mein Base zu kommen. Aber du kannst den Rucksack auch vergrößern, indem du auf die Backbank gehst. Außenrum kannst du dann wieder... Ja, genau. Das, wie gesagt, ich habe ja zwei große, aber die sind im Lager und da ist mein Zeug drin, was ich jetzt hier nicht unbedingt brauche. Aber ihr seht, ich bin wieder im tiefsten Winter hier unterwegs. Und ich habe wirklich immer das Problem, dass wenn ich was machen möchte, zum Beispiel auch keine Level mehr habe. Ja, also das ist langsam etwas stressig. Also das ist nervig. So, das heißt, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, wo ich hier Diorit herkriege. Cool. Und hier in der Nähe bleiben, weil ich kann nicht nach Hause reisen, weil ich habe keine Level. Nicht so gut, würde ich mal denken. So, das heißt, ich werde jetzt einfach mal in eine Richtung gehen. Und wir schauen einfach mal, was wir machen können. Jetzt regnet es hier. Kann sich das Wetter mal entscheiden, ob es regnet oder schneit? Weiß nicht. Ist überhaupt Nacht? Ich weiß. Wir haben hier doch... Okay. Hier ist ein Lagerfeuer, da können wir erstmal hin. Damit uns hier noch ein bisschen warm wird. Kann hier was für essen. Das kann nicht gekocht werden. Ach wirklich? Haben wir was mit zum Kochen? Nee. Wir bleiben hier mal kurz stehen. Ich guck mal kurz, ob Nacht ist. Es kann nicht. Es ist nicht Nacht, es ist dunkel wie Regen. Natur. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt ein Schiff bei habe. Das hier könnten mal so. Eieiei. Ihr versteht schon. Geht wieder los, aber naja, egal. Meine Wärmflasche ist wieder kalt. Aber wir schauen. Friert schon wieder alles. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo. Ich hab anscheinend keine Schaufel bei. Gut. Die Schaufel bei. Okay, meine Wärmflasche ist eh wieder kalt. Ah ja, was soll's. Okay, hier ist einer gestorben, schaut mal. Wer ist denn hier? Skelettspawner Kirito. Okay, da ist ein Skelettspawner. Ha. Ui. Ui. Schaut mal. Was hier an? Wow. Okay, wo klappert's? Wo kommen die an? Wo darf ich hauen? Hör sie doch. Sie doch.
Kommen die hier runter? Sehr schön. Denn, genau, ich brauche nämlich mal Level. So, dann machen wir das nämlich jetzt mal, damit ich Level zum Nachhausereisen habe. Das ist nämlich, ihr seht, im Winter ist das echt weird. Okay, ich werde mal kurz hier den kleinen Maus nutzen. Wird hier am besten stehen. Er ist ziemlich unsicher, da fehlt irgendwie eine Stufe. Mal durchhauen. Er ist ganz schön gefährlich, das macht Aua hier. Aber dadurch, dass sie so einen Fallschaden kriegen, ist das ganz gut. So, dann essen wir mal eine grüne Karotte. Bevor mir der nächste hier den Gar ausmacht. So. Ich werde schon einige Level jetzt brauchen. Und das geht hier auch ein bisschen schneller als mit dem Spinnenspawner. Da, okay. Das kriegen wir hin. Schaut mal, das passt doch. Das ist doch schon mal cool. Da. Das ist ja praktisch. Okay. Was man durch Zufall immer alles findet. Dann können wir uns nämlich nochmal hin und her switchen. Das ist ja gut. Das passt. So, okay. Das Einzige, was halt ein bisschen ruiniert wird, ist mein Werkzeug. Aber wir haben Eisen genug. Okay, 7 Level. 3, 8 Level. Das geht ja schnell. Okay. Das Schöne wäre, wenn er jetzt hier noch einen Portstein drin hätte. Das wäre cool. Ach, hat er ja. Ja. Das ist praktisch. Das ist richtig praktisch. Da können wir im Dreieck switchen. Das ist cool. Das passt. Okay, wir nehmen noch eine Levelrunde mit und dann bei Level 10 machen wir unsere Macker. Und dann gehen wir mal gucken, ob ich das Diorit da habe und ob wir das umwandeln können. Das wäre natürlich. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, dann können wir hier nämlich dann auch demnächst mal unsere unsere Punkte verfeinern, damit wir ein bisschen spielen können. Okay, wie viel Diorit haben wir? 54. Okay, 54. So, und dann sagt ja die Regel. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich den richtigen Rucksack? Wartet mal. Richtigen Rucksack? Nein, das ist der falsche. Der falsche Rucksack. Ja, toll. Okay, wir machen das mal so. So. Da ist das ab drin. So, okay. Da ist der Rucksack. Jetzt, wenn ich die hier wieder rausnehme. So. Und die jetzt hier reinschmeiße, dann müsste es eigentlich genau das geben, was ich suche. Als Boden. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die hier als Boden. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben 1,5 Stacks. Es könnte gerade so reichen, aber mehr Diorit habe ich, glaube ich. Hier ist keins mehr drin. Aber ich finde das sehr angenehm. Boah, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Diorit-mäßig. Aber ich glaube, ich entsorge das auch immer gleich. Von daher war da nicht so. Okay. Gut. Gut, dann haben wir zumindest schon mal unseren Boden wieder schlau. Okay. Wir können mal gucken, ob meine Wärmflasche, aber ich glaube, die kann man nicht im Ofen aufwärmen, die gehen nur am Lagerfeuer. Ich glaube, so war das. Ah, ich kann ja mal einen Schluck trinken jetzt. Hm. Auf jeden Fall wird uns schön warm, weil wir sind ja gleich wieder draußen in der Kälte. Mein Ziel ist es nämlich jetzt, was ich am liebsten machen würde, ist natürlich meinen Boden eigentlich warm machen. Jetzt ist die Frage, wenn ich da drunter sowas wie Lava oder sowas setzen würde, oder von mir aus auch Lagerfeuer, wenn wir das so machen würden, ob der Boden dann quasi das Haus wärmen würde, das weiß ich nicht. Das würde aber Sinn machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Im Grunde müsste ich einen Kamin bauen. Oder, müssen wir mal gucken.
So, ich muss mal kurz diesen machen. Und wir können ja mal gucken, ob es sowas wie Kamine gibt oder sowas, was wir dem Haus gleich einbauen können. Das wäre richtig cool. Weil das müssen wir ja eigentlich ein bisschen planen. So, ich gebe mal ein hier. Kamin. Gut, gibt's nicht. Wie nennt man sowas? Kamin. Kamin auf Englisch. Weiß einer, wie Kamin auf Englisch ist? Oder irgendwas mit. Ja. Was haben wir denn hier? Oh, Heads. Ah, ich will die hier unbedingt haben. Die hier. Bitte die. Will ich haben. Getöntes Glas. Und dann brauche ich ein Goldblech. So, ein Goldblech. Na? Ihr seht das Problem, was ich immer habe. Okay. Gut. Heads und sowas gibt's hier. Google. Ja. Also, ihr seht schon, das ist hier echt. Okay. Wir versuchen es mal. EH. Schimpf. Nö. Chimmy. Nö. Will er auch nicht. Also es gibt keine Möglichkeit. Wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir eventuell unseren Boden wärmen können. Dass wir. Ich habe schon überlegt, aber wenn ich die hinlege und da Slabs drüber mache, ich weiß nicht, ob wir uns da nicht die Pfoten verbrennen. Ich weiß es nicht. Weil da ist ja ein halber Block zwischen. Ja, genau. Es gibt einmal die Monsterfarm und die Skelettfarm. Die war jetzt gerade so, weil ich ja eigentlich frustriert losziehen wollte und Diorit besorgen wollte. So, ich bin nämlich gerade am Überlegen, was können wir machen, dass der Boden wärmt? Ohne, dass wir uns die Pfoten verbrennen. Das, was wir ausprobieren könnten, ich weiß allerdings nicht, ich glaube, ich habe diese Steine nicht. Ich würde gerne mal gucken, ob wir da. Ich muss mal gucken, ob wir so eine Lava-Magma-Gedöns-Zeug haben. Nee, haben wir nicht. Hab ich leider nicht. Weil das wäre jetzt cool. Dann könnten wir das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wisst ihr, wie ich das meine? Diese, die man immer bei diesen Portsteinen findet, also bei diesen Ruinports. Da gibt's doch diese diese komischen Dinger da, diese Lava-Blöcke da. Und wenn man da ein Slab drüber legt, dann ist ja ein halbe, also die Hälfte, es ist ja eine halbe Stufe höher. Oh, mein Gott, wie kompliziert. Das Ding hier, und wenn man da eine Stufe drauf platziert, also die Stufe einfach eine halbe rüber machen, das heißt, als wenn zwei Blöcke übereinander sind, und dann müsste das doch eigentlich funktionieren. So, die Dinger habe ich nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wo Ruin-Portals auf der Map sind. Ich habe jetzt keine Ahnung. Aber das wäre eine Lösung. Man könnte Lagerfeuer auf dem Boden verteilen. Was gibt's noch, was wärmt, was man nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Öfen da alle hincrafte, aber. Ich will mir sowas wie eine Bodenheizung einbauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist so ein bisschen so meine Idee dahinter, wenn ihr versteht. Weil das hat ja auch einen schönen Boden. Aber ich finde Tatsache, diese Diorit-Dinger finde ich. Okay. Also unterm Diorit quasi sowas zu machen. So, jetzt seht ihr, wir haben die Skelettfarm mit drin. Das heißt, ich kann immer direkt da. Und hier brauchen. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen. Jetzt machen wir erstmal hier. Das ist hier alles so ein bisschen weg. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich würde jetzt noch einen Block tiefer gehen. Ja, bevor ich jetzt Slabs einbaue und quasi da jetzt so eine Sofel da einbauen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn ich da dann eine Stufe rüberlege, ob das so wie eine Bodenheizung wäre, dann hätte ich hier das Schneeproblem auch hier. Also dieses Kälteproblem, was wir ja immer haben hier. So eine Fußbodenheizung. Die wäre cool hier. Machen wir das hier erstmal. Aber ich kann jetzt erstmal sowieso den Boden verlegen und dann können wir uns da immer noch Gedanken drüber machen.
machen, ob das geht. Also ich würde es in jedem Fall auf jeden Fall mal ausprobieren. So. Warm ist mir auf jeden Fall immer noch, das geht. Weil wir können ja keine Kamine bauen. Ich kann immer nur Öfen machen. Und das ist ja nicht so das, was ich mir so vorstelle. Ich möchte hier schon Dinge ausprobieren. Also mit Erdwärme arbeiten, sozusagen. Ein Erdwärmehaus. Aber das müsste doch eigentlich gehen. Habe ich meine Schaufel. Ah, machen wir so. Das dauert mir. Okay, wir gehen ein Schäufelchen machen. Okay, wo ist Eisen drin? Mein Eisen ist. Eisen. Haben wir hier noch eine Schaufel? Wir haben noch eine Schaufel. Sehr schön. Okay. Eine Schaufel. Die müsste eigentlich für den Rest hier noch reichen. Ja, hey, ein Werkzeugverbrauch, das gibt es gar nicht. Kohle im Haus. Und nicht schon. Ah, wie gesagt, Kohle habe ich noch. Das passt schon. Gut. Okay, also ich möchte mir, wie gesagt, sehr viel Mühe geben, diesmal hier mit dem Bauen. Und etwas wirklich Schönes hinzaubern und dass es, wie gesagt, auch warm ist. So, das kann man ja ausfüllen. Okay, dann nehmen wir jetzt unsere Theorie-Dinger. Oh, dieser Schnee. Ja, und Erde. Oh, da ist Erde. Erde. Okay. Noch mehr Schnee. Okay, die kriege ich da schon gar nicht mehr rein. Warte, muss ich die zur Seite packen. Noch einen kriegen wir hier noch rein. Okay, gut. Dann werde ich mal nach meinen Diorit-Dingern gucken. Okay. Mal die Schaufel da weg. Das die. So, dann verlegen wir jetzt einfach mal den Boden hier. So, und ihr versteht, also ich würde quasi hier unten noch einen Block tiefer gehen. Und würde da quasi hier müssen wir dann noch das Treppenhaus auch noch einarbeiten. Ne? Also ich würde quasi einen Block tiefer gehen und würde da halt dann später diese Magma-Gedöns-Dinger hinsetzen. Diese Lava-Blöcke da. Ihr kennt die schon von diesen ruinierten Nether-Portalen, von den kaputten. Die würde ich da reinsetzen und hoffen, dass man sich nicht die Pfoten verbrennt. So. Es gibt auch nochmal einen schönen Kontrast hier, finde ich. Zu der Geschichte, die wir hier am Bauen sind. Vielleicht mag es ein bisschen viel sein, aber ich das sind ja, ist ja eine Tierhandlung. Ne? Eine Tierhandlung braucht Boden. Robust zum sauber machen und nicht irgendwas Schönes. So, okay. Also ihr seht schon, das wird relativ knapp werden. Mit dem Diorit hier. Das heißt, ich brauche in jedem Fall noch Diorit. Okay. Wir kriegen das. Also ihr seht, das ist relativ aufwendig hier alles. So basteln, aber ich möchte mir halt richtig Mühe geben. Also auch das Dach anders machen und. Aber ich finde das halt als Kontrast sehr schön, wenn man hier reinkommt. Guck mal, das sieht wirklich aus wie eine Tierhandlung. Gab es da nicht die Monsterfarm? Ja, genau. Ja, wie gesagt, der Chemie, wie gesagt, den gibt's halt nicht. So, hier hinten, wie gesagt, geht dann die Treppe hoch. So, und jetzt haben wir halt das Problem. Ich muss jetzt mal erstmal das packen. So. Jetzt habe ich das Problem. Wasserfläche wieder kalt. Wie gesagt, wenn wir später das mit den Dächern machen, das ist nicht das Problem. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt Dach machen will, da gibt es auch wieder. Die kann ich anfertigen lassen. Das müsste der Hund dann wieder machen, weil der hat die passende Anlage, glaube ich. Dass er da so Dachziegel machen kann. Wenn nicht, müssen wir uns wirklich mit der ganzen Technik hier auseinandersetzen. Also diese ganze
Create-Apparatur, dass wir die Teile für dieses selber herstellen können. Ihr seht ja hier, hier gibt es so tolle Sachen. Messinggitter und weiß ich was. Also ich möchte schon so ein bisschen, guck mal hier, Kartoffelkanonen und sowas. Es gibt hier so geniale Sachen. Und ich möchte halt alles, was Tiere ist, alles, was mit Tieren zu tun hat und mit dieser Tierhandlung möchte ich machen. Schokoladeneimer. Lecker. So, okay. Das heißt, unseren Boden haben wir jetzt. Insofern, dass wir jetzt wissen, wie wir das machen. Ein Wirrhut. Ein Eimer mit Erde habe ich, aber ich habe keinen Wirrpilz. Ich müsste mal gucken, ob irgendjemand einen Wirrpilz hat. Das wäre ja genial. So ein Wirrhut. Das wäre richtig cool. Und mal. Ein Wirrhut. Okay, machen wir mal weiter. Gucken wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Also es gibt ja so besondere Schränke. Ne? Besondere Schränke und so. Und da kommen noch viel bessere Sachen. Also richtig tolle, tolle Möbel, die wir machen können. Und schaut mal. Richtig toll mit so richtig tollen Sachen hier. Schaut mal. Ja, also da möchte ich mich ein bisschen mitten auseinandersetzen. Jetzt schaut mal. Also da, das kriegen wir hin. Ja, weil das ist ein normaler Crafting-Tisch. Also wie gesagt. So, dann haben wir ja diese ganzen Rucksäcke. Hier haben wir Pickup. Upgrades, dann Filter-Upgrade und Magnet-Update. Also alles Mögliche. Es gibt also ganz, ganz viele Updates, die wir einfach mal ausprobieren können. Storage-Upgrade und Raw-Key, also so abschließbare Dinge halt. Dann gibt es diese ganzen Schränke-Möglichkeiten, bestimmte Lichtsachen. Das interessant ist auch sehr interessant, hier solche Dinge zu machen, also ganz anderes Licht mal zu machen. So eine Statue, das ist halt, die habe ich schon gefunden. Dann werden wir zwei uns mal auf einen zweiten Server gehen und üben, genau. Weil ich hatte mal angefangen, ich hatte in 7 Blocks, hatte ich damals mit Nina und wer war das noch? Sorry, wenn ich jetzt deinen Namen wieder vergessen habe. Auf jeden Fall mit Nina und noch jemand, da mich auch schon auseinandergesetzt. Letztendlich war mir das aber damals alles ein bisschen zu kompliziert. Schaut mal. Teilstein. Was macht man mit diesen Dingern? Das könnten natürlich diese Teil, genau, teleportieren zu jedem anderen. Ah, das sind so spezielle Teleport. Die, so eine Maske habe ich schon gekriegt. Da weiß ich, da muss ich zum Sonnenkönig. Denn manche Sachen gehen halt nur im, also der zum Beispiel, der gibt es zum Beispiel nur im Kreativ. Die Dinger habe ich gekriegt. Da kann, wenn ich das esse, habe ich Nachtsicht zum Beispiel. Also es gibt so tolle Sachen und ich möchte die einfach ausprobieren. New Skeleton. Okay. Music Dicks, ne? Die sehen ein bisschen gefroren aus. Dann haben wir ja den Drachenkopf und so. Da ist so eine, warte mal, da war so eine Mimiktruhe gerade am bemaltes Akazien. Was finde ich. Aber wo kriegt man die her halt, ne? Aber ich glaube, dieses Holz kriege ich nur bei dem Sonnenkönig. Das heißt, die müssen wir ja auch noch platt machen. Hier, die finde ich cool. Die Mimik-Dinger. Aber wie gesagt, die gehen halt nur im Kreativ, ne? Denn die legendären Hasenschuhe. No, also, ich will die Katzenschuhe haben, weil die Katzenschuhe, das ist, wie gesagt, da weichen die Creeper halt auch. Ja, das sind so ganz spezielle Dinge. Es gibt spezielle Rüstungen und Einrichtungsgegenstände und. Also, wir können uns hier richtig, totspielen. Drachenschuppenblock. Aber wo soll ich die herkriegen? Versteht ihr, das ist, oder Schreckenlandsportal. Ist eine andere Dimension anscheinend und ein Thermometer wäre natürlich auch cool. Warte mal, ein Thermometer? Was mache ich dann damit? Was mache ich? Also die Beutel, das habe ich ja jetzt schon kapiert. Hat das auch so einen Effekt?
Rüstbringe. Kann man sich um den Hals hängen wahrscheinlich. Das sind diese legendären Wollsachen. Das ist so ein Ofen. Das ist, glaube ich, so ein Ofen, den wir im Haus brauchen, damit es warm wird. Den sollten wir uns eigentlich gleich machen, damit wir das einfach wissen. Backsteine habe ich jetzt, glaube ich, keine mit, aber ich habe die zu Hause. Wir werden mal diesen Colt-Dingens-Gedöns mal machen zu Hause. Wir switchen mal nach Hause. Damit wir einfach gleich diesen Dings haben. Diesen Ofen. So, okay, ich hatte hier nämlich schon Ziegel gemacht. Hier, schaut mal. Ja, sind diese Ziegel. Jetzt muss ich mal gucken. Was brauche ich denn noch zu? Da ist er jetzt. Hallo? Wo ist dieser Ofen? Da. Dieser Peterofen. Ja, also, da brauchen wir 2, 4, 5 haben wir schon. Ein Eisen und irgend so ein Kobbel oder was auch immer. Mossi-Kobbel. Da haben wir einen. Und dann brauchen wir Eisen noch dazu. Eisen. Hier ist Eisen drin. Das hier mal. Nehmen wir das Eisen raus, dann gehen wir zur Werkbank. Machen das auf. Okay. Das will er mir nicht an. Warte mal. 5. Dann das dahin. Dann den da oben rauf. Da. So. Okay. Wir haben jetzt so ein Hirf. Ich weiß nicht, was der Hirf macht. Ob wir den Hirf brauchen. Fieber messen. Ja, so ungefähr. Magma und Falte bekommt man Schaden. Wenn man ein Magma und ein Slap nimmt, also diesen Magma-Knopf und den Slap, also die Stufe, eine halbe Stufe höher setzt. Du hast ja im Prinzip 2 Blöcke. Und du hast ja gesehen, dass ich einmal in dem obersten, weißt du, den Slip da, Wendeltreppe von Overworld. Okay. So. Okay, das ist. So, ich habe auf jeden Fall noch 6 Level. Pflanze, ich hol dich nach, glaub's mir. So. Tierhandel. Wieder zurück. Okay. Tierhandel. Jetzt werden wir beigehen und ja, was machen wir jetzt mit dem Ding? Warte mal, ich muss hier mal alles irgendwie durchsortieren. So, kann man den aufstellen? Ich weiß nicht, ob es ein Gerät ist, was man aufstellen kann. Wir stellen es mal auf. Ja. Gott. Home Sweet Home. Okay, das heißt, hier kommt Lava und Wasser rein und denke ich mal. Also Wasser hätte ich schon mal. Mal da irgendwie. Okay, Wasser haben wir. Jetzt brauchen wir irgendwo Lava her. Lava. Wo gibt's Lava hier? Gibt's hier Lava irgendwo? Ich brauche Lava. Lava. Ich gehe aber erstmal schlafen. So. Irgendjemand hat doch bestimmt eine Lava. Nee, also pass auf. Ich habe ja eben mein Haus mit Stufen den Boden verlegt. Und unter den Stufen diesen Magma-Block packen. Weißt du? Du hast ja eine halbe Stufe zwischen Magma-Block und der Bodenoberfläche. Da. Ne? Verstehst du, was ich meine? Muss ich es aufmalen? So, okay. Das kriegen wir alles hin. So, ich muss jetzt mal sehen, dass ich irgendwo Lava herkriege. Das ist mir ganz gut. Weil dann hätten wir zumindest schon mal einen passenden Ofen in diesem. Da, schaut mal, der macht schon. Ich weiß nicht warum. Wir machen den mal. Es ist zumindest schon mal ein Anfang. Aber ich brauche Diorit und
Ihr versteht, ich brauche Diorit und ich brauche Lava. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwo einer... Hier sind ja die abenteuerlichsten Maschinen. Ob hier irgendwo einer... Hier ist so eine Steine. Steinmaschine. Das hier. Okay, das ist irgendwas. Viehfarm. Mühle. Hier wohnt irgendwo ein Farmer, glaube ich. Aber keine Lava. Okay. Okay, dann müssen wir doch uns aufs Abenteuer wieder beschränken. Das ist wieder toll. Und im Winter. Und ich habe keine Lust. Weil es ist Winter und mir ist kalt. Und meine Wärmflasche ist auch schon wieder kalt. Schaut mal. Ah, so schnell kann noch keiner immer heizen. Es ist doch... Wie soll ich denn hier was machen, wenn ich mich hier nicht wegbewegen kann? Es ist blöd. Es ist ein Schweizer, da ist es besser, wenn du es aufmalst. Genau. Ja, stell dir mal vor. Warte mal, ich mach's mal vor. Wie macht man es vor? Okay. Stell dir vor, das ist der normale Boden. Und jetzt hast du ja hier einen halben leer und da den Magma-Block rein. Und dann hast du ja eine halbe Stufe hier frei. Verstehst du? Ja, halbe Stufe. Ob man sich da die Pfoten verbrennt. Das möchte ich. So, jetzt muss ich wieder warten, bis mein blödes Wasser hier fertig ist. Das ist ein Krampf mit dem Winter. Aber ihr seht, die Jahreszeit, die geht auch nicht voran, ne? Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Man kommt auch wirklich nicht irgendwie dazu, irgendwas zu machen hier. Das ist das, was mich so ein bisschen, wirklich immer ein bisschen ärgert. Dass man hier nichts machen kann. So, ich würde jetzt einfach mal hier irgendwo in die Botanik latschen. Mehr kann ich ja nie machen. Wir werden wahrscheinlich wieder jämmerlich erfrieren. Also ihr seht, es gibt hier automatische Maschinen. Es gibt hier unter anderem eine Baumfellanlage. Eine Holzverarbeitung gibt es hier. Okay. Das sieht sehr heiß aus. Es ist schön warm hier. Oh. Also ihr seht, hier gibt es Sägewerk. Ich höre einen Villager, der hier irgendwo, ich glaube, zwangsarbeiten muss. Ja, ein Zwangsarbeiter? Ich glaube, hier gibt es einen Zwangsarbeiter. Das ist sehr merkwürdig. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt, ich werde jämmerlich erfrieren, wenn ich hier irgendwohin unterwegs bin. Jetzt momentan geht's noch. Mir ist warm, aber ja. Was soll ich sagen? Wir können es versuchen, dass wir hier irgendwie durch die Landschaft laufen. Ich versuch's. Vielleicht finden wir irgendwo den Sommer oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Also ihr seht schon, hier gibt's Höhlen und... Aber die sind halt alle erkundet. Also da wollen wir auch nichts vormachen. Da ist schon jeder gewesen. Also laufen wir jetzt einfach mal und hoffen das Beste. Da vorne sieht's grüner aus. Dass da vorne vielleicht der Frühling aber schon eingesetzt hat. Und wir dann nicht jämmerlich erfrieren. Das wäre cool. Weil kein Schnee bedeutet, es ist etwas wärmer. Also werde ich mich jetzt in Gefilden aufhalten, wo es wärmer ist. Ganz einfach. Und wir waren dort vorne auch noch nicht. Das heißt, es ist... So, okay, die Temperaturen gehen. Sind in Ordnung. Wenn wir Lava sehen, werden wir Lava einpacken. Weil zu trinken und zu essen habe ich genug. Alles gut. Oh, hallo Kolibri. Und ich habe natürlich keine Kiefer. Nein. Haltet mal. Ich habe auch bestimmt keine Werkbank mit. Aber ich habe Holz mit. Ich habe Material noch mit. Okay. Dann werden wir das machen. Noch Gitter.
Das hab ich. Eine Werkbank. Eingefangen. Okay. Kolibri Nummer 1. Eingefangen. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, du kriegst die Winterdepression. Ja, die hab ich schon. Die hab ich schon. Weil wenn ihr euch vorstellt, ich bin ja hier, wie gesagt, ich wohne ja auch privat auf dem Land und wir haben seit Tagen nichts anderes als Regen. Und dann kommst du auf den Server und denkst so, ich hole mir jetzt hier meine Dosis wunderschöne Sonne ab und dann kommst du hier auf den Server und es ist Winter. Da ist eine Depression noch milder ausgedrückt, glaubt's mir. So, okay, wir ziehen jetzt einfach ins Abenteuer und wie gesagt, wir brauchen Diorit. Hier liegt ein Toter. Immer den Matt. Ich würde sagen. Stopp. Brot. Sehr schön. Heile. So, ich habe zwar nicht mehr so viel Platz hier in meinen. In meinen Inventar, aber das kriegen wir hin. So, ich schmeiß mir hier alles weg. So, das, was wichtig ist, auf jeden Fall wichtig, ist Diorit zu sammeln, wenn wir Diorit sehen. Und was brauche ich noch? Wie gesagt, Tiere, ist klar, ne? Dass, wenn wir seltsame Tiere sehen, also ich brauche jetzt nicht unbedingt Waschbären oder so, ist klar, ne? Also ein Hummingbird wäre nicht schlecht, wenn wir dann noch einen finden würden. Und um das Futter und so kümmere ich mich dann später, wenn die Hütte steht. Also, wir brauchen Folgendes. Wir brauchen Diorit. Ich habe hier gerade was gehört. Diorit. Wir brauchen Diorit. Was brauchen wir? Irgendwas wollte ich noch so. Nein, keine Bären. Die passen definitiv nicht in den Käfig. Also, wir versuchen es mal, aber ich glaube nicht, dass das passt. Oi. Okay. Wir haben jetzt einen Teddy. Okay. Wir haben einen Teddy. Tut mir leid, lieber Bär. Bisschen eng da im Käfig, aber ja. Ich weiß nicht, wo die Logik da ist. Also ihr seht schon, es ist etwas, manche Dinge sind etwas unlogisch. Da ist noch einer, warte mal, da kriege ich sogar das Männchen noch. Warte mal. Ab. Und es waren zwei. Au! Meins! Zum Glück habe ich noch Käfige. Oh. Okay, haben wir den noch? Das war das Baby. Wir haben jetzt die ganze Familie mitgenommen. Okay. Okay, der war etwas sauer auf mich, glaube ich, gerade. Bei mir in der Stadt hat es abends 21 und 16 Grad. Ja, schön für dich. Bei mir ist es wirklich kalt. Wir sind Tatsache immer noch am Heizen. Und wie gesagt, also wenn ihr das tagsüber nur Regen habt und dann kommt ihr auf den Server und es regnet oder es ist halt Schnee, Winter, dunkel. Ihr versteht, also da ist, ja. Wisst ihr, was ich gerne einfangen möchte? Ein Elch, aber ich bezweifle, dass der wirklich da reinpasst. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr seht, selbst das Gras hier ist grau und es fängt schon wieder an zu schneien. Ich fasse es. Och nö, nein, nicht Blutmond, bitte. Das ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann. Das da, nein, nein. Oh mein Gott, und ich habe kein Portstein mit und ich sehe hier nichts und... Oh mein Gott.
Oh mein. Warum? Warum? Warum wusste ich, dass das genau jetzt passieren würde? Eieiei. Und es wird kalt. Seht ihr, wie kalt das wird jetzt auf einmal? Halt. Aber, wer da? Mein Kindergarten. Immer dieselben hier. Lasst mich in Ruhe, ihr blöder Kindergarten. Immer dasselbe. So, und wenn ich jetzt Pech habe, erfriere ich. Das heißt, ich werde jetzt einfach Folgendes machen. Ich werde mich einbuddeln und dann nach mir die Sünde. Ganz ehrlich. Wir gehen einfach da. Oh, das ist warm und kuschelig da, seht ihr? Warm und kuschelig. Ich werde mich jetzt hier einfach einbuddeln. Werde da was machen. Werde ein Lämpchen aufstellen, wenn ich noch eins habe, habe ich noch Fackel. Oh, ich habe noch Fackel. Das heißt, dann. Ich werde das hier so machen und schaut mal, hier ist warm. Hier ist es warm. Es ist schon fast zu warm. Aber das Coole ist, wisst ihr, was das Coole ist? Das kann nämlich jetzt Folgendes machen. Als dieses... Aha, mir ist heiß. Okay. Mir ist heiß. Mir ist heiß. Okay. Wir müssen jetzt ganz schnell uns in die andere Richtung buddeln. In den kältere Gefilde. Oh? Buddeln uns da einfach mal so. Ein bisschen noch... durch die Gegend. So. Der ist wieder kühler. Wir können hier einen Deckel draufsetzen. Gut, dann sind wir hier eigentlich relativ gut geschützt, weil wir sind so zwischen warm und kalt, wenn ihr wollt. Das funktioniert. Warm und kalt. Zwischen warm und kalt. So. So, allerdings kann ich jetzt hier natürlich nicht viel machen, außer warten. Aber ich habe ein Bett mit. Es ist natürlich. So. Ich kann da nicht schlafen, weil das friert. Wenn wir hier schlafen. Ich kann da nicht schlafen, es ist doch warm hier. Kann mich veräppeln? Es schmilzt drauf. Okay. Wenn wir hier schlafen. Au. Okay, es ist wieder Tag. Sehr schön. Ach so, das ist eigentlich, ich habe vergessen, es ist ja dieses Blue. Dieses Moonrise-Gedöns hier, diese Bloodmon Rises. Die Untoten sind unterwegs. Ich kann nichts machen hier. Naja, ich habe hier eine warme Höhle, also von daher kann ich nicht erzielen. Alles. Okay, also wir können hier unser Bettchen nicht aufbauen. Das ist ärgerlich, weil wir natürlich Blutmond-Geschichte hier haben. Das ist natürlich nicht so lustig. So, verrottetes Fleisch. Wir hier nur mit reinstecken. Ja, was machen wir? Ich traue mich ehrlich gesagt hier drauf nicht so rumzulaufen. Ich habe hier echt Angst, rumzulaufen. Wenn ihr versteht. Ja, einmal habe ich allerdings. Jetzt, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr nehmen kann. Egal. So, was machen wir jetzt? Jetzt kann ich ja hier nur hängen. Genau. Momentum ist aber eine andere Geschichte, dann nervt mich das nicht. Das nervt. Naja. Da kriegt man echt Angst. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da. Weil das überlebe ich nicht, das wisst ihr. Da sind so starke Gegner draußen.
Ich meine, wirklich, passieren kann ja nichts. Wir sind nicht allzu weit weg, aber trotzdem. Also, wir können es ja versuchen. Ich bin immer lebensmüde. Also entweder frieren wir draußen oder wir werden erschlagen. Ich traue hier keinen. Oh Mann. Vor allen Dingen das, was mich ärgert, ist, dass hier auch mittlerweile der Schnee eingesetzt hat, wo gar keiner sein darf. Oh, selbst die Fliegen verfolgen einen hier. Weil, okay. Ein Creeper. Ey, ist klar. Ja, ey, der eine schießt mich an und der Creeper kommt hinter mir her, oder was? Nein, auf dem Friedhof bei Blutmond schon mal gar nicht. Nee, können wir knicken, brauchen wir nicht hin. Nix. Das ist zu gefährlich. Okay, dann. Skelette, das geht immer noch. Aber wenn da wieder so ein Angriff... Oh Gott. Eieiei. Okay. Ja. Alle auf mich. Alle auf mich. Macht mal. Ja. Alle auf mich. Maden, Fliegen, alle. Gleichzeitig, ja. Wer ist hier noch einer? Ist hier noch irgendjemand, der ohne ist, mit gekloppt werden möchte? So, den haben wir erstmal jetzt voll über die Ohren gezogen. Jetzt ist er leider ins Wasser gefallen. Wer schießt denn hier dauernd auf mich? Du wieder. Da, schnell was essen. Oh mein Gott. Ja, geh weg. Du störst. Er ist irritiert. Aua, wer haut denn mich jetzt schon wieder? Wer ist denn jetzt schon wieder hinter mir hier? Ja. Okay. Wir hauen einfach um uns und hoffen, dass es gut geht. Okay. Gut. Ja, sonst jeder wir haben noch Hauptborn, es ist aber nicht weiter schlimm. Wir setzen uns hier ans Feuer, warten erstmal kurz ab. Weil, wie gesagt, wenn wir etwas gelernt haben, ist ja, dass solche Dinge keine Auswirkungen. So, okay. Und dann müssen wir halt unser Stuff gleich wiederholen. Ich hoffe, dass dieses Elend bald ein Ende hat. Also, dass endlich wieder Sommer kommt. Dass Sommer kommt. Oh Gott, und ich erfriere hier immer weiter. Meine Güte. Okay, wir gehen in die Stadt. Wir gehen in die Stadt und werden dort erstmal uns aufwärmen. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie... an unser Bettchen rankommen. Oh, hier ist mein Bettchen. Ich habe meine Wärmflasche verloren. So. Okay, wir können halt immer noch nicht irgendetwas machen. Es ist immer noch dieser Blutmond. Ja. Freezing outside. Ich kann nichts tun. Es sind 91, 92. Es wird immer kälter und kälter. 93. Mein Lava-Eimer habe ich verloren. Ich kann mich ja schlecht aufs Dings hier setzen. So, jetzt wird's warm. Sehr schön. Es wird wärmer. Okay, dann müssen wir halt gleich nochmal los und unsere Sachen holen. Ist ja alles kein Problem. Da. Jetzt kriegen wir ja gebacken. Vielleicht haben wir Glück und in der Zeit geht der Blutmond vorbei und dass wir unsere Sachen wieder kriegen. Das ist nicht das Ding, wie gesagt. Oh, das wisst ihr. Es ist halt ärgerlich. Es ist halt ärgerlich. Jetzt stehen wir wieder hier rum. Und das Schlimme ist, wenn es jetzt kein Sommer wird, dann werde ich das schlichtweg einfach nicht wirklich überleben. Sag ich mal so. So. Okay. Jetzt dürfen wir hier durch Schnee treiben. Ey, das ist das wieder dieses Unfaire, was ich sage.
Es ist wieder Winter bis zum geht nicht mehr und ich kann jetzt sehen, dass ich da durch den Winter da hinkomme. Ja, und wie das ausgeht, wie gesagt, das kennt ihr schon. Das ist, schaut mal, ich komme hier bis zum Tor und habe jetzt schon das Problem. Seht ihr das? Ich kann wieder nicht machen. Es ist zum Heulen. Es ist echt. Ich warte jetzt hier, bis Sommer ist. Da. Ich warte jetzt wirklich hier, bis Sommer ist. Ganz einfach. Weil da hinten ist keiner, da wird auch keiner was aufdecken. Ja, ganz einfach. Pech gehabt. Ich warte jetzt, bis Sommer ist. Ich weigere mich jetzt wirklich zu laufen. Der Winter geht mir auf den Keks. Ich komme an meine Sachen nicht ran. Da machen Abenteuer auch keinen Spaß mehr. Ja, weil soweit ihr tot geht, ihr kommt ja nicht mehr dahin, um eure Sachen zu holen. Es geht nicht. Geht einfach. Es ist, wie gesagt, funktioniert nicht. Es ist, nervig. Äußerst nervig, bin ich. Ja, ich habe jetzt schon wieder, wie gesagt, das Problem. Der Schnee hat jetzt aufgehört, so. Wir können auf die Karte gucken. Ja. Hier ist schon wieder aufgetaut, aber ob hier... Ja, also hier ist Wendeltreppe, hier ist Niki. So, jetzt gucke ich mal. Roter Stein. Ich kann jetzt nicht gucken, ja, wie gesagt, wo mein Todespunkt. So, wie gesagt, ich versuche es jetzt. Ich kann nicht versprechen, dass wir es schaffen. Weil, wie gesagt, wenn es schneit, habe ich gar keine Chance. Und wenn ich jetzt durch den Schnee laufe, müssen wir gucken, ob wir das schaffen, 500 Blöcke irgendwie zu überleben. Ich kann es nicht beurteilen. Weil normalerweise dürfte es da hinten nicht schneien. Wir versuchen es. Wenn nicht, warte ich demonstrativ darauf, dass ich... Wenn ich das nächste Mal komme, das Sommer ist, weil es reicht. Ich spiele grundsätzlich immer im Winter. So, also ich habe jetzt wieder das Privileg, wieder im Winter gespawnt zu sein. Also ich kenne es schon nicht mehr anders. Es ist ätzend. Es ist einfach nur noch ätzend, ja, im Winter zu spielen. Weil dann hätte ich auch gleich zu den Eskimos gehen können. Dann brauche ich nicht auf der Map spielen. Doof. So, ich versuche jetzt so schnell es geht da irgendwie hinzukommen. Da hinten schweben immer noch diese ekligen von der übrig gebliebenen von... Ihr versteht, hier ist alles voll noch von dem Mobs. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich da jemals ankommen werde. Versteht ihr mein Problem? Okay. Dann rennen wir wieder los. Es ist so frustrierend. Ich tue nichts anderes. Momentan, ich sag's ganz ehrlich, ich tue momentan nichts anderes, als wenn ich auf Abenteuer gehe, in irgendwelchem Schnee zu erfrieren, in der Blutnacht zerschossen zu werden, es nicht zu schaffen, meine Sachen wieder zu kriegen durch den Schnee oder weil diese ganzen Viecher dann noch am Leben sind, man diese Sachen nicht zurückbekommen kann. Ihr seht, ja, da ist nicht viel sie verbrennen da einfach mal, ist nicht. Die verbrennen nicht, die bleiben einfach. So, und ich habe dieses Riesenskelett zum Beispiel gar nicht gesehen, eben weil für mich das in der Landschaft untergeht, in dem ganzen Schnee, weil man sieht nämlich die Monster hier nicht, in dem ganzen Schneegewirr. Das ist alles gesprochen, hinderlich. Jetzt schneit zumindest mal nicht, aber hier einige Skelette gehen schon tot. Aber ihr seht, es geht schon wieder los. Ich bin gleich wieder weg. Werdet ihr sehen. Das ist da gleich. Das ist mein erstes Grab. Seht mal, was hier. Seht ihr? Ich komme gar nicht dazu. Ich komme nicht zu meinem Grab. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wirklich. Jedes Mal.
Und sie haben ja schon gesagt, dass sie diesen Rhythmus ja geändert haben. Also, dass es die Jahreszeiten kürzer sind. Ja, toll. Deswegen lande ich wahrscheinlich jedes Mal im Schnee. So, das einzige Positive ist halt, dass dieser Grabstein erhalten bleibt. Hühnchen steht da vorne. Aber das ist dann auch so, dass ich sage, ich kann ja nicht jedes Mal andere fragen, ob die mir helfen. Ich muss ja auch mal was alleine schaffen. Und alleine ja auf der Map bist du echt verloren, wenn du Anfänger bist. Das ist nichts für Anfänger. Überhaupt nichts. So, und wir latschen wieder im Schnee rum. Zum Glück gehen meine Temperaturen nicht runter. Jetzt hoffe ich, dass dieser kleine, blöde Skelettmutant endlich verbrannt ist. Oder ihn sonst wie irgendwie das Zeitliche gesegnet hat. Da ist er. Seht ihr den? Schaut euch dieses Riesenvieh an. Da. So, das heißt, ich kann jetzt sehen, dass ich hier irgendwie... Da oben ist noch so ein Monster. Ja, die gehen nämlich nicht weg hier. Das heißt, erkläre mir doch mal einer bitte, wie ich jetzt da hinten hinkommen soll. So, habt ihr gesehen, wie weit der schießt? Ja? Was soll ich tun? Ich kann nichts tun. Ich kann gar nichts machen. Ich kann hier drum rumstehen, lamentieren, mich aufregen und alles. So. Ja, Untergrundtunnel zum Grab. Soll ich 500 Blöcke jetzt einen Tunnel bauen? Macht nicht viel Sinn. Ich habe außerdem gar kein Werkzeug, weil alles, was ich besitze, in meinen Rucksäcken ist. Und meine Rucksäcke liegen im Grab. Jo. Da. Und ich denke mal, wenn das so weitergeht, dann habe ich bald keine Lust mehr auf Abenteuer hier, sage ich ganz ehrlich. Liegt mir auf den Keks hier. Ich will Sommer, ich will, dass die Viecher verglühen oder dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, so einen Mist nicht immer im Winter zu kriegen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Toll. Komme ich jetzt an mein blödes Grab ran. Hey, schaut mal, hier oben sitzen auch diese Monsterteile rum. Das heißt, ich habe ja nicht mal eine Chance, irgendwie oben rumzugehen. Es ist... Und ich muss hier durch den Schnee und dann wird mir wieder kalt und ihr versteht. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Toll. Gehen hier Treppen hoch. Schön. Toll. Noch mehr Treppen hoch. Ich weiß. Ich bin verzweifelt. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht so gerne gemoddete Spiele spiele. Genau das ist der Grund. Weil dann manche Dinge wirklich so blöde sind, dass man als Anfänger da mehr oder weniger gar keine Chance hat. So, jetzt bin ich hier an diesem blöden Turm. Ist so konzentriert. So, jetzt klicke ich das Mistding hier mal an. Zauberschule, okay. Hier gibt es eine Zauberschule. So, und ich suche immer noch meinen Todespunkt. So, mein Todespunkt ist immer noch 200 Blöcke entfernt. Das ist wichtig. Mag bald nicht mehr heute. Das ist echt. Das ist so nervig. Jetzt drückt mir die Daumen, dass du unten nicht die nächsten Idioten auf mich warten. Natürlich ein Kuschelfreund. Ist klar. Und so ein fetter Kürbis, wenn ich den jetzt anklicke, dann habe ich die ganze Kürbisarmee auf dem Hals. Das hatte ich schon mal. Das muss ich nicht nochmal machen. Das habe ich zum Glück halbwegs überlegt. Aber schaut mal, wie kalt mir jetzt wieder ist. Ja, hier kriechen Spinnen durch die Gegend. Ich komme gar nicht dazu. Irgendwo. Und dann ploppt hier noch ein Enderman durch die Gegend. Toll. So. Dann sticht man sich hier zu Tode. Weil man dann so wütend ist, dass man nicht mehr mitkriegt, wenn man hier auf Süßbären rumläuft. So, jetzt muss ich hier außen rum, weil wenn ich jetzt im Wasser drin bin, dann bin ich ja tot. So, ihr seht schon, ich bin kurz vorm Erfrieren, ja. Das heißt, wenn ich Pech habe, komme ich nicht mal an meinen Punkt dahin. Ja? Ihr seht, was ich meine?
ich bin jetzt noch ein paar Blöcke entfernt. Ein paar. Wenn ich Pech habe, gehe ich jetzt genau kaputt. Wenn ich jetzt ins Wasser falle, ist aus. Ende ist Ende. So. Transferieren. So, jetzt muss ich, eingezogen bin ich. Und jetzt seht ihr, ich habe jetzt echt das Problem, ich muss jetzt ganz schnell zu meiner Lava-Höhle. Sonst bin ich gleich tot. Ich muss hier irgendwie wieder zu dieser Lava-Höhle. Ich kam irgendwie hier von oben. Weiß nicht, wo die ist. Ich komme nicht voran. Ich klebe fest. Ich bin gleich sowas mit. Kein Plan. Bei Schnee. Schnee, Schnee am schneeigsten. Noch mehr Schnee. Und überhaupt Schnee. Und dann ist Nacht. Und ihr versteht schon so, hier ist hell, hier könnte sein, dass hier Lava ist. Da ist die Lava. Gut, hier ist meine Höhle. Die habe ich zumindest wieder gefunden. Oh. So, okay, die mache ich jetzt zu und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich sag's wie es ist. Ich habe keine Lust mehr heute. Ich habe genug gefroren, gestorben und mir reicht's für heute. Ganz ehrlich, schaut mal, ich habe einen Pfeil im Kopf, ja? Telefonjoker, genau. Den könnte ich gebrauchen. Also, wie ihr seht, ich sehe wieder lustig aus, ja? Es ist echt, also irgendwo, es ist, nee. Also ganz ehrlich, ich bin heute wieder echt frustriert, weil es ist irgendwie wirklich sehr, sehr schwierig zu spielen. Mit diesem Kalten und immer Winter. Das heißt, ich hoffe jetzt, dass am Dienstag, wenn wir hier weiterspielen, endlich mal Sommer ist. Sollte es nicht der Fall sein, dann muss ich mir was überlegen. Ja, weil das geht nicht, weil ich habe jetzt nachweisbar jedes Mal den Winter gehabt. Jedes Mal. Egal, wann ich gekommen bin. Ich habe, glaube ich, einmal in diesen ganzen 17 Teilen Sommer gehabt. Einmal. Ja. Das geht nicht. Weil da kannst du nicht auf Entdeckungstour gehen. Du musst ja wenigstens irgendwo mal so auf der Map auch Bereiche haben. Verstehst du, wo du halbwegs laufen kannst. Ja, wie weit soll ich denn laufen? Wenn ich hier ankomme, dann wandere ich mit dem Winter. Habe ich auch schon gehabt. Ja? Also, wie gesagt, ich lebe ja hier. Ja? Also bei dem Sonnengott. Da ist meine Base. Ja. Es ist einfach anstrengend. Ich habe abends nicht den Nerv, sowas noch zu machen. Es ist... nee. Ich will doch nur schön bauen und dafür brauche ich doch Sachen und Maschinen und ich will das ja alles kapieren. Aber nicht, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mein Zeug zu holen, weil ich entweder erfroren bin oder irgendwie so eine Blutnacht los. Das geht nicht. Nee. Es ist anstrengend. Ich kämpfe momentan mit einer fetten Erkältung, kommt auch noch dazu. Da ist man dann sowieso schon mi. Also ich habe heute auch das Mi-Mi-Mi-Dop. Diplom verdienen, ganz ehrlich. Aber ich sag mal so, okay. Ich werde jetzt noch mal mit Cooper und den ganzen reden, ob das nicht irgendwie mal zu machen geht, dass wenn wir jetzt mal am Dienstag auf den Server kommen, dass endlich mal Sommer ist. Ja? Das wäre gut, weil wie gesagt, die haben schon gesagt, die haben da schon rumgedreht, aber ihr seht ja selber, das geht schon wieder. Mitten im Winter und egal wo ich langlaufe, mit mir kommt der Winter. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass wir immer Winter haben. Das ist wie verhext. Aber jedenfalls so macht es keinen Spaß, weil ich baue ja auch im Schnee. Habt ihr es mal gesehen? Ich baue ja auch im Schnee. Ja, als ich da angefangen habe, wie gesagt, lag auch schon Schnee. Es ist, ich will endlich Sommer. Warm, Sommer, schön. Ja, Blümchen und so. Okay. Okay, ich sage euch trotzdem danke fürs Zuschauen und sorry, aber ich habe halt auch mal das Recht, Mimimi zu machen.
Weil, wie gesagt, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, möchte man sich ja entspannen. Und wenn man dann Neuling in so einem Spiel ist und dann ständig, wie gesagt, immer nur weiß sieht, dann, weil wie gesagt, es war ja vor ein paar Tagen schon mal so. Ne? Da kam ich an und es wurde Winter. Yay. Ich konnte im Sommer noch Tschüss sagen. Mhm. Jo. Okay. Okay, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Morgen machen wir einen Moment rum. Da wird es kein Mimimi geben, ganz einfach aus dem Grund, weil ich im Kreativ bauen kann. Ich kann mich wundervoll entspannen. Und vor allen Dingen morgen stellen wir euch die ersten der neuen Mitspieler vor. Und das, ich denke mal, das wird sehr, sehr lustig werden. Auf jeden Fall, schlaf gut, kommt gut durch die Nacht und ich schau mal, wer hier noch ist. Und wo ich euch noch hinschicken kann. Wartet mal, wer ist denn noch da? Wir haben Leo. Wir gehen alle mal rüber zu Leo. Grüßt ihn von mir. Gute Nacht.